Freunde der Sonne, moin, hi. Servus. Moin. Servus und moin zum Trust Family Cup live auf YouTube. Wir freuen uns. Ja, wird mit Sicherheit geil heute, wird Spaß machen und ja, mal gucken, hoffentlich schaltet er zahlreich ein heute. Ich bin Tom, ich kommentiere normalerweise Fußball und auch ein bisschen Darts auf The Zone und das hier ist Chris. Und ja. Chris? Ja, ich spiele selber ein bisschen FIFA, auf Twitch findet man mich, da bin ich Content Creator. Und ja, schauen wir mal, ob die Jungs hier heute ein bisschen was am Controller können. Und eine ganz spannende Nummer, Chris ist im E-Sports-Team von Sebastian Polter. Vielleicht richtig. Kennt ihr den, damals ja auch mal bei Union Berlin gespielt, richtig, Fußballprofi, richtig. Spielt jetzt mittlerweile in den Niederlanden. Fortuna Sittard spielt er jetzt. Guter Fußballer, immer noch sehr guter Stürmer. Und ja, ich bin bei dem Content-Creator. Der hat auch ein paar E-Sportler unter Vertrag, also kann das schon ein bisschen abwägen, wer da ein bisschen FIFA spielen kann und wer nicht. Ja. Ja. Ja, und da haben wir da also den perfekten Experten mit dabei für den Trust Family Cup. Und dann wollen wir euch mal ein bisschen so mit ins Programm holen. Was passiert heute hier übrigens oder überhaupt in den beiden Stunden, die wir jetzt vor uns haben? Geht bis 21 Uhr das Ganze. Ihr seht's, wir haben zwei Halbfinals. Stefan und Lenny gegen Markus und Olli. Das ist ein Vater-Sohn-Duell. Und dann Mirko Moritz gegen Dustin David. David, das ist ein ja. Brüderduell. Also haben Krass. Wir Brüder gegen Brüder, Vater, Sohn gegen Vater, Vater Sohn. Sohn, ja. Wird eine ganz spannende Nummer. Wir werden gleich mit den Kontrahenten auch sprechen, können ein bisschen was über sie erzählen. Und dann gibt es hinterher, ja, ihr seht unten schon das große Finale. Die beiden Gewinner jeweils ziehen dann ins Finale ein und spielen um 500 Euro Gutschein für Trust. Und die haben gute Sachen, also kann man gute Sachen gewinnen. Auf du, jeden Fall. Du sprichst es an, Trust Family Cup. Und es gibt auch für euch, wenn ihr jetzt zuschaut, eine Möglichkeit, einiges abzustauben heute. Und wir haben unsere Losfee, Chris. Geh doch mal ans Wheel of Trust. Komm, ich zeige euch das mal. Also hier, das ist das gute Teil. Da könnt ihr dann einmal dran drehen. Also die Gewinner, die sich dafür quasi qualifizieren. Und hier oben seht ihr einmal, da gibt es einen Hauptgewinn, also einen Hauptpreis. Der ist aber bei jeder Runde dann unterschiedlich und ich kann ja jetzt mal hier als Schau mal kurz einmal drehen. Das läuft dann so ab. Schauen, was es jetzt dann wird. So, das wäre jetzt, derjenige hätte jetzt ein Titan 2.1 gewonnen. Genau, ein Soundsystem. Ein Soundsystem. Von Trust. Es gibt einiges zu gewinnen und Hauptpreis, wollen wir schon spoilern? Wollen wir das machen? Wollen wir schon erzählen, was es als Hauptpreis ganz am Ende zu gewinnen gibt? Komm, hau raus. Es gibt, ihr seht ja schon, worauf wir sitzen, die Gaming-Stühle von Trust. Und wir haben einen Gaming-Stuhl zu verlosen, quasi zu gewinnen. Also bleibt dran im Stream und dann erklären wir euch, was ihr machen müsst. Wir können es ja vielleicht auch schon mal so kurz anteasern. Folgt auf jeden Fall auf Instagram. Dem Kanal trustgaming.de, also dem deutschen Trust Gaming Kanal. Da müsst ihr auf jeden Fall folgen und dann hinterher Nachrichten schreiben, die antworten. Es wird natürlich ein Quiz geben, also man kriegt hier nichts geschenkt. Richtig. Aber wenn man sich ein bisschen mit der Europameisterschaft auskennt, dann könnte das klappen heute. Ja, ein bisschen Fußballverständnis, ein bisschen sich mit Europameisterschaft auskennen, da denke ich mal, wird das was. Und der Stuhl, wie gesagt, sitzt ja selber hier drin und habe ja selber auch einen anderen Gaming-Chair zu Hause. Der ist wirklich sehr, sehr, sehr bequem. Also ja, du hast, sehr gut, wir sitzen sehr jetzt gut. hier schon ein bisschen länger und Chris hat mir schon währenddessen mehrfach erzählt, wie begeistert er quasi von diesem Stuhl ist. Ich würde ihn auch nehmen, bin ich ehrlich, ich würde ihn nehmen. So, und ihr seht natürlich im Hintergrund bei uns im Studio hier die EM-Dekoration. Es geht um die Europameisterschaft, auch beim Trust Family Cup, sprich wir werden vier Nationalteams sehen. Gleich können wir gleich mit den einzelnen Kontrahenten nochmal drüber sprechen, wer welches Team dann am Ende hat. Und wir werden auch die Fragen, wenn es ums Wheel of Trust geht, so kleine Quizfragen, werden sich dann um die Mannschaft drehen und um die Europameisterschaft. Ja, nice. Und dann werden wir währenddessen mal schauen, was ihr für Tipps habt, wer am Ende vielleicht Europameister wird, was wir für Tipps haben, wenn ihr sie wissen wollt, und was unsere Kontrahenten für Tipps haben. Jetzt warten wir quasi drauf, dass wir die Kontrahenten mal reinholen bei uns in den Stream. Bin auch schon gespannt. Ich habe nämlich eben, habe ich schon mal ein bisschen so reinschauen können, da habe ich schon die ersten mit Fünferkette spielen sehen. Also, glaube ich, auch ein paar Schwitzer am Start. Ich bin gespannt. So, und da sehen wir doch schon die ersten beiden. Vater-Sohn, haben wir hier gehört. Wir haben Stefan und Lenny Paar und Markus und Olli Geiger, die gegeneinander spielen. Ich glaube, wenn ich das richtig erkenne, ist das Markus, glaube ich, der ein Deutschland-Trikot anhat. Ist das nicht sogar das Trikot, mit dem wir Weltmeister geworden sind, Markus? Richtig.
Ja, dann fangen wir doch mit euch beiden mal an. Schön, dass ihr dabei seid. Ich sag Moin, weil ich persönlich aus dem Norden komme. Wo kommt ihr denn her? Aus Bayern, Schwaben, Augsburg. Augsburg. Vom FCA. So, und wir haben uns natürlich auch ein paar Informationen über euch rausgesucht. Also Richtig. Wir sind ein bisschen in die Recherche gegangen vorab. Und die beiden Jungs sind Fan vom FC Augsburg. Das ist sympathisch, das ist sympathisch. Seid ihr beide Fans vom FC Augsburg? Ja, natürlich. Schon seit klein auf quasi? Ja, schon seit der Bayernliga bin ich mit dabei. Sehr gut, sehr gut. Besser als Bayern-Fans auf jeden Fall. sagt Chris, ich komme aus dem hohen Norden. Ich komme auf jeden Fall aus dem hohen Norden und bin mit Fußball zuletzt, Fußballerfolg zuletzt zumindest nicht so ganz beglückt worden in den letzten Jahren. Du auch, ne? So wie ich hörte. Ich bin auch Hamburger Sympathisant, sagen wir es mal so. Aber das ist ja mit Erfolg die letzten Jahre nicht so gewesen. Ne? So, und dann wollen wir doch mal eine kleine Vorstellungsrunde weitergeben und machen so ein kleines Interview. Ihr seid ja heute die Stars quasi. Und schauen mal rüber zu Stefan und Lenny. Erstmal Moin von uns aus. Hallo, hi, Moin. Auf jeden Fall sehr cooles Setup. Wir sehen hier schon ganz professionell bei Stefan mit dem Kissen da unter. Ist das eine spezielle Taktik bei dir? Ja, das Alter bringt es mit sich, weißt du? Ich muss die Arme ein bisschen ablegen. Ja. Wie alt bist du? 51 jetzt. 51? Aber noch am FIFA spielen. Das ist gut. Ja. Das ist auf jeden Fall. Ich mache Jugendarbeit. FIFA kann man bis ins hohe Alter spielen. Das stimmt. Man muss ruhig bleiben. Stefan, genau. Stefan, was uns natürlich dann auch noch interessiert, wir haben ja ein paar Informationen von euch bekommen, wir haben ein bisschen recherchiert. Auf Instagram heißt du Zampano. Und dein Spitzname ist Zampis. Wie kommt es denn dazu? Na, das ist eine lange Geschichte, die würde hier den Rahmen sprengen. Aber es gibt eine Geschichte über den Zampano. Das ist der das Unmögliche wahrmachen will. Das Unmögliche wahrmachen. Lenny, bist du da zuversichtlich, dass Stefan heute mit dir das Unmögliche wahrmacht? Ja, was heißt unmöglich? Ich meine, wir gewinnen hier. Also. Wir haben ja auch eure Bewerbung gesehen unterm Hashtag TrustFamilyCup auf Instagram. Da wart ihr beide positiv gestimmt und genau mit der Freude wollen wir ja heute ins Match gehen. Wir können euch mal so ein bisschen mit in den Plan nehmen, den wir heute quasi vorhaben. Also jetzt gleich gibt es um 19.15 Uhr, in 7-8 Minuten beginnt das erste Halbfinale zwischen diesen beiden. Guck mal da, das ist doch direkt meine Ansage vom Stefan. Oh, da wird's zurück. Schnell runter. Da wird ein spannendes Duell. Ja, guck mal, der Olli, der dreht sich da schon weg. Ganz ekelhaft. Guck mal, da sind die da gibt es gleich ein bisschen Konkurrenzdenken, aber das ist doch schön. Wir wollen hier auch ein bisschen was haben, vielleicht ein kleines Derby direkt zu Anfang. Ja, ja. Wir wollen euch ein bisschen mitnehmen. Also, nochmal für euch zu Hause. Ihr könnt natürlich bei YouTube hier im Livestream in den Chat schreiben. Ihr könnt uns aber auch bei Instagram schreiben. Trustgaming.de ist der Channel. Und alle vier Teams, die heute gegeneinander antreten, die haben Trust Gaming Headsets bekommen und eine Trust Texan QHD Webcam, mit der sie, wenn die jetzt alle angekommen sind, mit der sie heute dann auch per Webcam quasi streamen. Mhm, okay. Also wir können sie sehen, alles natürlich Corona-konform. Die Jungs sind zu Hause, sitzen auf der Couch und sind bereit im heimischen Habitat. Fühlt sich dann doch am wohlsten an, glaube ich. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wo streamst du immer? Auch zu Hause, von zu Hause aus, ja. Wenn die Verbindung passt, ja gar kein Problem. Aber mittlerweile hat ja auch fast jeder eine vernünftige Verbindung. So, das dürfte doch gar kein Problem darstellen. Genau, und dann spielen die beiden und dann natürlich auch die beiden oder die vier anderen danach die Halbfinals aus. Dann gibt es das Finale und im Finale, nochmal angesprochen, geht es um 500 Euro. Der zweite Preis, das sind 300 Euro. Die man auch für Trust-Produkte dann ausgeben kann, also ein Gutschein. Und der dritte und vierte Preis 150 Euro. Also ihr hört schon, jeder ist hier ein Gewinner, aber es geht natürlich um die Höhe. Ja, es schmeckt auf jeden Fall. So ein 500-Euro-Gutschein, der ist gut. Und am Wheel of Trust geht es natürlich auch um einiges heute für euch zu Hause. Also wenn ihr jetzt erst eingeschaltet habt, die Möglichkeit,
dort auch noch was zu gewinnen. Also 19.15 Uhr, die ersten beiden Matches. So, und dann ist es ganz interessant. Ich hoffe, ich kriege das noch drauf. Wir haben vorhin auf Instagram die Auslosung gemacht, wer denn welches Nationalteam nimmt. Interessant. Das ist sehr interessant. Mal gucken, ob die Jungs wissen, was sie selber genommen haben, würde ich sagen. Ja, ja, ja. Markus, Olli, welches Land habt ihr bekommen? Deutschland zum Glück. Deutschland. Und hast du dir das Trikot dann erst angezogen? Nein. Das war ein gutes Omen. Wie wollt ihr es angehen ohne echten Stürmer? Oder stellt ihr Kevin Nein. Volland vorne rein? Nein, Werner. Werner, okay. Über Tempo, ja. Das ist auch alles richtig. Werner ist bei FIFA so eine Karte, der ist schnell, der hat einen guten Abschluss, ist beweglich, das ist schon wichtig. Genau. Das ist schon sehr wichtig. Schnelligkeit, guter Abschluss und dass er sich noch halbwegs bewegen kann. Ja, ja. Und Stefan, Lenny, ihr habt? Ja, wir haben Niederlande bekommen. Auch nicht schlecht. Da ist mein Vater nicht so ganz zufrieden mit den langsamen Spielern. Wir werden es schon hinbekommen irgendwie. Das denke ich auch. Habt ihr euch schon eine Taktik, die ihr vielleicht verraten könnt, zurechtgelegt? Verraten? Ah ja, klar. Ja, also wir haben so die ganze Zeit mit Deutschland relativ ausgewogen gespielt. Ja. Wir haben die ganze Zeit mit Deutschland geübt. Und jetzt haben wir das Ganze auf Niederlande übertragen, dass wir halt auf die Chancen warten. Und dann, ja, probieren. Ihr war das mit der Fünferkette, ne? Ja. Nee, 4-3-3. Wen spielt ihr im Sturm? Wir hatten da. Warte, wir öffnen mal kurz die Aufstellung. Ich weiß, Malen. Malen, ja, der ist gut. Und Memphis Depay spielt auch? Ja, links. Ja, gut, das ist gut, wendiger Spiel. Ich glaube, auf die Aufstellung gehen wir gleich nochmal drauf ein, wenn es dann losgeht mit dem Spiel. Aber was ich ganz interessant finde. Das muss nicht nur negativ sein, dass ihr jetzt die ganze Zeit mit Deutschland trainiert habt, denn euer Gegner spielt Deutschland. Also ihr kennt das Team in- und auswendig, ihr kennt die Stärken und ihr wisst es auch einzuschätzen. Also wir haben es jetzt schon gehört, Werner, der wird schnell sein, das wird schwierig sein, ihn zu stoppen, aber ihr wisst es halt eben auch, wie man mit Deutschland spielen muss, wenn man erfolgreich sein will. Seit FIFA 2017 spielen Stefan und Lenny zusammen, zumindest habt ihr das in eurer Bewerbung so mitgeteilt. Olli und Markus, wie sieht es da bei euch aus? Ja, auch sowas. Also wir haben auch so ziemlich jeden FIFA-Titel durchgespielt, besetzt und gespielt, aber hauptsächlich Ultimate. Ach, jetzt zockt auch Ultimate, auch Weekend League? Ja, sicher. Ah, cool. Was holt ihr so? Wie viele Siege? Ja, ich bin meistens so, bin ja auch schon ein bisschen älter, zwischen Gold 3 und Gold 2. Das ist aber stabil. Guck mal, da ist da schon der Experten-Talk direkt am Start zu Beginn. So, wir wollen jetzt ja gleich starten. Also, ihr könnt mit den Taktik-Aufstellungen beginnen. Ihr könnt euch vorbereiten quasi. Das macht ihr wahrscheinlich jetzt auch schon parallel. Und dann können wir auch gleich mal ein bisschen reingucken. Wir werden euch während des Spiels sehen. Wir werden euch hören und werden mal ein bisschen analysieren, was die denn da tun. Und dann werden wir gleich übrigens, wenn das Spiel dann läuft, auch mal nochmal ein bisschen auf das Wheel of Trust eingehen, wie ihr euch denn da qualifizieren könnt. Wir haben spannende Fragen mit dabei für euch alle zu Hause. Um euch dann zu qualifizieren für das Wheel of Trust, dass wir am Ende drehen können, dass unsere Losfee Chris dreht. Ja, ich mach das dann. Und dann gibt's einiges zu gewinnen. Eine Maus-Tastatur gibt's, eine Gaming-Maus, Gaming-Tastatur. Diese Tischmatte gibt's übrigens zu gewinnen hier. Den Tisch gibt's auch zu gewinnen. Die Mikrofone gibt's zu gewinnen. Den Stuhl gibt's zu gewinnen. Also ich glaube, es eigentlich alles so, was man braucht. Alles, was man braucht, um ein professioneller Gamer zu werden, so wie du einer bist. Ich sag mal, ich würde ja alles nehmen, was hier steht, so bin ich ehrlich. Sehr gut. Ja, Deutschland gegen die Niederlande, direkt ein Derby. Und es ist ein richtiges Derby, denn wir haben hier Bayern-Fans gegen Augsburg. Schöner geht's eigentlich gar nicht. Und ich kann euch noch eine kleine spannende Sache so nebenbei erzählen, denn der Lenny, den wir da eben gesehen haben, das habe ich bei Instagram rausgefunden, der fährt ganz gerne Wasserski, zumindest hat er es schon mal gemacht, hat eine gute Figur abgegeben, also er liebt auch das Risiko. Ja, vielleicht könnte das heute auch was werden. Wasserski geht ab, ja. Das macht Spaß. Ich kann es leider nicht so gut. Ich wollte das eigentlich auch eher auf FIFA übertragen. Ja. Also, ich bin jetzt auch kein Wasserski-Profi. Also in wenigen Sekunden kann das Spiel losgehen. Das erste Halbfinale beim Trust Family Cup zwischen Deutschland und der Niederlande. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Das dürfen wir sein. Ja. Jetzt haben wir schon gehört, jetzt sehen wir die beiden, wie sie da. Ordentliche Verbindung, schöner Ping. 4 von 5, also da kann auch keiner was sagen wegen der Verbindung.
So, klar, wir spielen Orange gegen Weiß, das ist ja völlig klar. Oh, jetzt mal Depay. Ja, können wir schon mal auf die Aufstellung gucken. De Jong. Wijnaldum, die beiden sind ordentlich. Das sind stabile Spieler in FIFA 21 im Mittelfeld. Van Dijk, auch sehr gut. De Frey ist langsam. Dumfries ist auch nicht so der Schnellste. Blind auch nicht so schnell. Die Abwehr ist anfällig. Aber die haben auch, glaube ich, nichts Schnelles. Den Ake hätte ich eher gespielt in der Innenverteidigung als den anderen. Ah, das sind schon die Profi-Tipps von dir quasi. Ja. Wer hier wo zu spielen hat, wen man wie wo drin lassen muss. Virgil van Dijk ist natürlich auch... Ja, der ist eine Macht. Der ist eine Wand. Der ist halt, der hat halt Physis, der hat Defense, der ist zwar nicht der Schnellste, aber der ist schon krass. Also der ist so eigentlich mit der krasseste Innenverteidiger bei FIFA. Ja. So Rafael Varane ist noch ein bisschen besser, weil er schneller ist. Kannst dir vorstellen, bei FIFA 21, vieles ist halt Pace, ne? Also Pace ist Macht. Ja. Es geht um Tempo und wir werden natürlich ganz genau auf Timo Werner gucken heute, denn er hat ja im Real Life, quasi im echten Fußball, auf dem grünen Rasen, hat er einige Chancen vergeben in der Vergangenheit. Ja. Bei Chelsea in London hat er einiges vergeben. Mal gucken, ob er es heute besser macht. Ah, Bombenschirmer. Ja? Du bist Fan von Timo Werner? Ich finde den gut. Also ich finde ja. Juri Löw hat ja... sehr stabiler Stürmer. Finde ich eigentlich so... Noch nicht so stark auf Werner gesetzt jetzt zuletzt. Ne? Ja, aber kann ja noch kommen. Ja. Geht's noch weiter? Als bis ins Achtelfinale? Drüber hinaus? 50-50 spielen. Ne? Also gegen die Engländer? England gegen Deutschland, kann man nicht sagen. So Tagesform wird's da machen. England auch eine Mannschaft, die immer so in der Lage ist, denke ich, in einem Spiel alles wegzuhauen, was kommt, denke ich. Aber... ich bin gespannt, wird ein schönes Spiel auf jeden Fall. Sowieso England gegen Deutschland, immer geil. Ja. Und während wir jetzt auf das erste Match warten, dass es jetzt gleich losgeht, wenigen Sekunden geht's los. Chris Hassliebe ist dein Spitzname. Genau. Wie kommst du denn dazu? Das kam so, das ist ungefähr meine Beziehung zu FIFA beschrieben. So kannst du dir vorstellen. Weil manchmal liebt man das Spiel und manchmal nicht viele, so. Ne? Ne? Das kennen viele. Und dass diese Grenze dazwischen ist halt sehr gering. Und so ist es entstanden. Ja. Mal gucken, ob es heute auch Hassliebe gibt bei diesem Spiel. Deutschland gegen die Niederlande. Das erste Halbfinale des Trust Family Cups live auf YouTube beginnt jetzt, in diesen Minuten. Ja, irgendwas stimmt nicht noch. Ich glaube, ihr müsst das machen, noch kleine der Mannschaft zwei schon mal. Probleme. Ja, ja. Schieß mal ins Aus, dann gehen wir auf Pause. Ja. Schieß mal ins Aus, dann gehen wir auf Pause. Wir haben den Toni verlassen, oder? Ja, wir müssen nochmal verlassen. Ja, danke, sorry. Ach, also, kein Problem. Wir haben kleinere technische Probleme, glaube ich, gehabt. Du kennst dich da besser aus. Ich glaube, habt ihr den Gast nicht eingestellt, oder was hat der gemacht? Ja. Ja, die haben Gast vergessen. Du musst mit Gast spielen, damit die spielen ja 2 gegen 2, weißt du? Ah, okay. Und der eine war nur der eine drin gewesen im Spiel. Dann also nochmal aufs Neue. Jetzt geht's gleich los, in wenigen Sekunden. Aber dann lass uns doch einfach schon mal übers Wheel of Trust reden. Würde ich auch sagen. Instagram... trustgaming.de, also der deutsche Channel quasi auf Instagram. Dem einfach erstmal folgen. Genau, dem folgen und dort per Direct Message gleich die Antwort der Quizfrage schicken, die wir euch gleich stellen. Während des Spiels. Während des Spiels, genau, da schreibt ihr uns hin. So, dann wählen wir zwei aus, die nennen wir auch im Stream. Die beiden müssen uns dann auch per Direct Message auf Instagram ihre Telefonnummer schicken, ihre Handynummer. Und dann bekommt ihr eine Info mit einem Stream und dann könnt ihr quasi nach diesem Halbfinale, nach dem ersten Halbfinale, könnt ihr bei uns live in den Stream kommen und gegeneinander mit einer finalen Quizfrage darum spielen, dass wer das drehen darf. Genau, dann, dass du für die quasi drehst. Ja. Also du bist die. Ihr bettelt euch dann quasi gegenseitig, wer dann einmal eine Umdrehung kriegt. Genau, so. Da haben wir es nochmal. Ein Trust Gaming T-Shirt haben wir beispielsweise. Jetzt gerade steht der Zeiger auf einem Surround-System. Wir haben ein Headset, wir haben einen Headset-Ständer. Wir haben diese wahnsinnig schöne Matte, die wir hier auf dem Tisch haben. Und wir haben den Hauptpreis. Und da werden wir pro Runde euch dann nochmal genau sagen, was es da zu gewinnen gibt. Hauptpreis ganz am Ende heute von unserem Stream gibt's den Gaming-Stuhl. Ja, der Stuhl ist echt mega. Auf den werden wir uns in jedem Fall freuen. Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's richtig los. Jetzt sind die Jungs heiß. Daumen hoch. Viel Spaß wünsche ich euch zu Hause aus dem Olympiastadion. Also Heimvorteil Deutschland. Heimvorteil Deutschland, ja. Deutschland in Weiß. Anstoß ist immer sehr interessant. Es gibt so wie so einen Bug, das nennt sich Anstoßhype. Während im Anstoß fallen immer viele Tore. Aber mal gucken. Wie kommt es dazu? Weiß nicht, das ist so von FIFA so irgendwie gemacht. Also aus einem Anschluss raus kann man einfach ein Tor manchmal machen. Aber es ist unterschiedlich. Okay. Ah, direkt der Ballgewinn
für die Holländer, sprich Stefan und Lenny. Das sieht schon mal gut aus, das Zusammenspiel zwischen den beiden. Ich glaube, wenn ich das richtig erkenne, dann ist der blaue Cursor, glaube ich, Stefan, genau. Und der rote ist Lenny. Das jetzt können wir uns auch schon mal merken. Jetzt kommt aber ab. Werner. Jetzt geht's über Tempo. Oh, macht er gut. Schöner Pass auf Goretzka und direkt. Da wollte er knapp vors Tor spielen, aber gut aufgepasst vom Torwart in dem Fall. Und dann probieren sie es schnell. Also so ein bisschen die Taktik lesen, das machst du heute, Chris. Ja, es geht ganz gut los hier. Haben schon mal versucht, Werner einzusetzen. Ja, was macht er jetzt? Ah, okay. Versucht, Werner einzusetzen. Wie gesagt, muss übers Tempo kommen, ne, bei FIFA. Das ist das A und O, finde ich. In die Gasse rein. Und bei 2 gegen 2 ist interessant, so, wenn man gut miteinander harmoniert, das ist so das Wichtigste. Dass einer schon mal in den Raum reinläuft und der andere das schon sieht, antizipiert quasi. Das ist ganz, ganz wichtig bei 2 gegen 2. Ich finde es erstmal stark, dass man sich überhaupt hier qualifiziert hat. Also, dass man quasi auch den Mut hatte, da was einzuschicken, hier mitzumachen beim Trust Family Cup. Das zeigt ja schon mal, dass man gerne zusammen was veranstaltet. Und dann ist natürlich die Frage, wie man auch miteinander umgeht, wenn es vielleicht mal einen Fehler von einem gibt heute. Oh, super Pass, ganz kurz, da müssen wir drauf achten. Klasse Pass da von Markus und Olli. Da wird auch viel miteinander geredet. Das ist auch wichtig. Und da ist dann, ich glaube, Virgil van Dijk war es, der da uns ausgeklärt hat. Der Fels in der Brandung, der in der Viererkette, so wie ich es erkennen kann, bei den Niederländern Ticken tiefer steht, weil er einfach auch der beste Zweikämpfer ist. Also der letzte Mann. 2 gegen 2, meiner Meinung nach ein Modus, der viel zu underrated ist. Das macht so Spaß und da gehört auch so viel dazu, weil man sich absprechen muss. Man muss ein Passspiel sicher sein, das ist schon geil. Also ich liebe den Modus. So, gute Chance hier für die Holländer. Wir haben noch keinen Abschluss gesehen in der Partie. Ich bin mal gespannt, vorsichtig, ob der noch kommt. Gucken wir mal drauf und dann können wir euch gleich mal die erste... Jetzt geht's ab über Sané. Oh, warte. Oh, gute Chance und das 1:0 für die Deutschen. Olli und Markus. Wer hat's gemacht, Olli oder Markus? Olli hat das Tor gemacht. Klasse. Guter Angriff über die Seite. Den Stoßstürmer gefunden und das 1:0 erzielt. Deutschland führt gegen Holland. Also Markus und Olli führen gegen Stefan und Lenny. Heißt aber noch überhaupt nichts, in diese Anfangsminuten sehr ausgeglichen gewesen. So, und für euch da zu Hause jetzt also die Möglichkeit, nicht im YouTube-Chat, sondern per Direct Message trustgaming.de auf Instagram die erste Qualifikationsfrage zu beantworten, sich zu qualifizieren und hier vielleicht etwas zu gewinnen. Wir können die Frage stellen. Schauen wir mal ein bisschen. Chris? Wie viele Punkte hat Deutschland in der Gruppenphase erreicht? Das ist die Frage, meine Freunde. Wie viele Punkte hat Deutschland in der Gruppenphase der Europameisterschaft erreicht? Eine leichte Frage zum Einstieg, aber es ist nur die Qualifikation. Schreibt uns jetzt per Direct Message auf Instagram trustgaming.de und dann wählen wir zwei aus und die kommen hier live in den Stream. Jetzt gucken wir ganz kurz mal auf diese gute Chance für die Deutschen, die jetzt nachsetzen. Leon Goretzka und dann klasse aufgepasst von Drohnen. Und jetzt könnte es mal schnell gehen bei den Holländern. Aber vielleicht ist genau das, was Stefan und Lenny vorher angesprochen haben, dass da ein bisschen das Tempo fehlt. Vorne drin. De Jong. Mit Tempo, das machen sie gar nicht schlecht. Also ist jetzt kein Einbahnstraßenfußball, der hier gespielt wird. Gucken mal, da kommen schon ein paar... Oh, 2-0. Nachrichten. Und das 2:0. Ja, da sind wir ein bisschen vor mit dem Bild. Ist ein bisschen delayed, ja, aber es ist ein leichter Delay. Trotzdem. Aber das wieder ging es über die linke Seite. Ja, ja. Flanken. Flanken ist anscheinend ein Mittel. 2:0 für die Deutschen. Also leichter Delay, wie gesagt, für uns im Stream. Aber Hauptsache die Jungs zu Hause. Aber ich hab's dir gesagt, die Abwehr von Holland, siehst du, die sind schwach, leider. Also da hat man schon einen kleinen Nachteil, finde ich, mit der Abwehr, weil die alle so langsam sind, so unbeweglich. Da ist Werner, Sané natürlich ein Mittel, ne? Die gehen halt ab dann. Ja, aber
Van Dijk ist halt eine Wand, aber diese anderen, dieser muss nicht zwingend so was heißen. Also oh, das jetzt da, oh, da war doch der Raum. Er hält den perfekt durch. Ah, guck mal, Achtung, 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 die Holländer kommen. Sie kommen. Also wie gesagt, das ist jetzt hier keine ganz klare Angelegenheit. Jetzt geht's wieder über die linke Seite. Der macht das gut, schöne Ballrollen, richtig gut gemacht. Weil hier kann, das glaube ich, der Kleine, also der Sohn, der kann gut spielen. So, in der Halbzeit wählen wir zwei aus, die nach dem Spiel dann beim Wheel of Trust mitmachen können. Ah, da waren gute Chancen da. Stefan und Lenny haben dann eigentlich bis ins finale Drittel ganz gute Kombinationen, aber so wirklich zum Abschluss kommen sie noch nicht. Die machen das gut. Einer läuft immer mit dem Ball und einer geht direkt in die Gassen rein. Die spielen das richtig gut, die mit Deutschland spielen. Also so 2 gegen 2. Ah, außen! Markus und Olli. Ah, abseits. Ja, da ist bei Stefan und Lenny schon ein bisschen Resignation zu hören. Aber es sind ja noch 45 Minuten und was die Deutschen können, das können die Holländer schon lange, werden sich Stefan und Lenny definitiv denken. Sieht aber wirklich sehr gut aus, was Markus und Olli hier spielen. FIFA kann in einer Halbzeit viel passieren. Definitiv. Und übrigens, ganz interessant, kurz hier drauf achten. Und dann ist die erste Hälfte vorbei. 2:0 für die Deutschen. Wir haben jetzt also das Vater-Sohn-Duell und danach das Brüder-Duell. Das wird geil, ja. Das wird auch spannend. Also, ihr habt uns ein paar Sachen eingeschickt, trustgaming.de. Und jetzt wollen wir doch mal zwei aussuchen, die wir hier haben. So, mal hier. Nehmen wir mal zwei Leute. Also einmal den Niles. Niles, N-Y-L-E-Z. Und den Kai-Uwe. Die beiden, Niles und Kai-Uwe, ihr habt beide recht. 4 Punkte haben die Deutschen geholt in der Gruppenphase der Europameisterschaft. Nicht allzu schwer. Schickt uns jetzt bitte auf gleichem Wege die Handynummer von euch beiden, Niles und Kai-Uwe. Und dann kriegt ihr einen Link und dann könnt ihr euch nach dem Spiel bei Zoom einwählen, beziehungsweise auch schon währenddessen. Und danach holen wir euch dann rein. Dann machen wir hier Dann geht's ins finale Quiz und dann wird's schwerer. Das können wir jetzt schon mal sagen. Dann wird's auf jeden Fall schwerer als bei dieser ersten Qualifikationsfrage. Es gibt aber noch mehrere Runden, ne? Es war eine Aufwärmfrage gewesen. Aufwärmfrage. Ja. Wir haben 4-mal wird hier heute gedreht am Rad. Jetzt lass uns aber mal genau ins Spiel gucken, in die zweite Hälfte zwischen Stefan und Lenny und Markus und Olli. Stefan und Lenny übrigens kommen aus dem Walsbachtal. Das ist in der Nähe von Karlsruhe. Das nur der Vollständigkeit halber. Das Unmögliche möglich machen. Jetzt passt es besser denn je. Ja, jetzt drehen wir gut. Nummer 3-2. Oh, jetzt geht's ab. Jawohl, gemacht. Jetzt geh, Junge. Jetzt haben sie Zeit. Ja, gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Und dann sind noch in Ballbesitz. Muss man. Die Holländer. Also, die Möglichkeiten sind ja da. Also, die sind da, das kann ganz schnell gehen. Bei FIFA, ich hatte schon die verrücktesten Spiele. Da hast du 3-0 geführt und verlierst noch 4-3. Weil dann kommt so, bei FIFA ist es so, man spricht vom Momentum. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal aufgefallen ist, wenn deine Spieler auf einmal alles können, so, was die vorher nicht gekonnt haben. Jeder Pass kommt an, jeder 50-50-Zweikampf kommt zu dir. Da kann so ein Spiel ganz schnell kippen. Ganz, ganz schnell. So, die Deutschen wieder über die Seite. Aber die machen das clever. Die spielen schön eklig. Das gefällt mir. Chris, du bist Fan, oder? Du bist Fan von Markus und Olli. Die machen es gut. Also ich glaube, das ist für mich jetzt schon ein Favorit. Ich spiele nämlich auch ein bisschen. Ja, so mal schauen. Jetzt mal ruhig bleiben und abwarten und Tee trinken. Ja. Und die spielen abgezockt. Man merkt, die spielen öfter zusammen. Ja. Und dann mal schauen, was da am Ende bei rund kommt. So, die Zeit tickt jetzt natürlich ganz enorm gegen Stefan und Lenny, die sich auch zurückgelehnt haben, aber immer noch in komfortabler Position da sitzen. Ja, gefällt mir. Leichtes Lachen auf den Lippen bei Stefan. Keine Sorge. Erstmal Spaß haben. Gewinner sind hier bei uns beim Trust Family Cup alle übrigens. Für alle gibt es hier was zu gewinnen. Die Deutschen kommen wieder über die rechte Seite. Jetzt vermehrt über die rechte Seite. Ne? In der ersten Hälfte über die linke, jetzt die rechte Seite. Also das ist auch taktisch gar nicht so unschlau, was die beiden da machen. Markus und Olli aus Augsburg. Die haben halt schnelle Leute über die Außen und die Außenverteidiger von Holländern sind nicht so schnell. Das ist schon ein Mittel dann, ne? Immer wieder die Leute anspielen. So, die Ecke der Deutschen. Aus Eckentore zu erzielen ist enorm schwer, wenn man sie direkt spielt.
Das kennt man, das kennt auch der Laie zu Hause. Super rausgespielt auf Sané, der hatte gegen Ungarn seine Probleme. Jetzt macht er aber mit dem rechten Fuß eine Flanke, die ganz ordentlich war. Die Zeit tickt. Kimmich auf Sané. Jetzt spielen sie es gut, die beiden. Markus und Olli Goretzka. Da ist Kai Havertz auf dem schwachen Rechten. Na, jetzt mit dem Dragback will er da zurück ins Spiel kommen. Bleibt irgendwie am Ball. Und jetzt muss es mal schnell gehen bei Stefan und Lenny. Malen, über den wollten sie es heute spielen. Gut aufgepasst von Rüdiger. Vielleicht schaut ja auch Jogi Löw heute zu beim Trust Family Cup und überlegt sich, dass er so ähnlich spielen könnte wie Markus und Olli, denn die beiden machen das richtig gut. Die spielen gut. Die spielen sehr stabil. Aber noch ist die Messe hier nicht gelesen, möchte ich sagen. Aber es muss so langsam mal eins fallen dann, ne? Das stimmt, langsam muss eins fallen. Für Zampis und für Lenboy. Vielleicht wird es Zeit mal für eine ganz offensive Aufstellung. Dreierkette. Ja. Mal gespannt, ob da noch was passiert. Jesper Cillessen. Da ist halt auch ein immenser Unterschied. Cillessen im Tor und Neuer im Tor, ne? Cillessen ist halt schon eine Gurke im Vergleich zu Neuer. Ja, aber so krass würde ich jetzt auch nicht sagen. Also eine Gurke ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Ja, ist zu viel des Guten, aber Neuer ist schon krass in FIFA. Cillessen ist so, ja, der lässt auch mal einen rein, so, der lässt mal einen durchrutschen. So, jetzt wird umgestellt bei den Holländern, bei Stefan und Lenny. Jetzt muss Lenny genau das machen, was er beim Wasserski macht. Risiko gehen. Aufs Ganze gehen. Ja, machen sie jetzt auch. Meine Begriffe können das fast noch ein bisschen offensiver sein. Die Außenverteidiger, die weg, Flügel rein und gib ihm. Aber das, die beiden haben sich da schon was überlegt. Ja, ja. Die wissen schon, was sie tun. Seit FIFA 17 sind die beiden zusammen am Start und sie glauben noch dran. Sie glauben noch dran, da sitzen sie. Stefan und Lenny, Markus und Olli sind fokussiert. Die letzten Minuten brechen gleich Anschluss, Viertelstunde. Bei Rapid Wien gibt es immer die Rapid-Viertelstunde, eine Viertelstunde vor Schluss, da gibt es nochmal ordentlich... Da geht es nochmal ab. Dann. Da gibt es nochmal Knallgas. Vielleicht ja jetzt auch bei den Holländern, die sich jetzt mal durchtanken können auf der linken Seite. Klasse gemacht, De Jong. Und dann das Foul. Eckball. Jetzt auch Van Dijk. Das ist... Bester Kopfballspieler. Einer der Besten mit im Match. Und Neuer ist da mit der Faust. Das kann er gut. Setzen Sie nach. Oder gibt es den Konter für die Deutschen über Florian Neuhaus? Und dann Serge Gnabry. Und taktisches Foul. War gar nicht so unklug, das da hier zu ziehen. Viertelstunde noch. Plus Nachspielzeit, möchte man meinen. Mal gucken, was die Schiedsrichter da oben drauf geben. Die FIFA-Schiedsrichter. Entscheidung oder wird es hier nochmal spannend? Ist jetzt die Frage. Oh, spielen sie jetzt gar nicht so schlecht. Da muss ein bisschen früher der Pass kommen. Gefällt mir aber trotzdem gut. Also Markus und Olli machen das so dermaßen stark. Und jetzt gerade in dieser zweiten Hälfte merkt man, dass sich Stefan und Lenny nochmal richtig konzentrieren. Die wolltest du mal wissen, aber... Jetzt musst du langsam eins kommen. Gut gemacht. Ja, warum denn nicht? Über die Außen. Oh, die Flanke ist ein bisschen zu weit in den Rückraum. Und jetzt ist natürlich auch Platz da für die Deutschen zum Kontern. Klasse Ball von Werner auf Kimmich. Aber aufgepasst von Daley Blind. Van Dijk. Jetzt geht es hinten über Cillessen. Sie müssen sich ein bisschen beeilen, möchte man meinen, aber ohne hektisch zu werden. Ah, da gibt's das Foul. Die Deutschen ziehen das Foul. Hier im Derby. Bayern gegen Augsburg. Deutschland gegen die Niederlande. Stefan und Lenny gegen Markus und Olli. Oh, nochmal der Abschluss. Ja, auch gar nicht schlecht. Abgeblockt, gibt die Ecke. Wollte ich gerade sagen, müssen mehr Abschlüsse vielleicht auch her. Fernschüsse sind gar nicht so einfach bei FIFA. Aber wie willst du Tore erzielen, wenn du nicht abschließt? Ja.
Jetzt die Deutschen über die Seite. Emre Can. Jetzt muss es schon sehr schnell gehen. Nein, ja, wollte nach oben, aber... Ja, wollte er. Ah, machen sie gar nicht schlecht. Jetzt vielleicht. Die letzte große Chance. Oh, die Riesenchance. Und dann Lenny, der sich da aufregt. Und auch Stefan, der den Arm hebt, der weiß, hier wird nicht mehr so wahnsinnig viel gehen. In diesem Spiel trotzdem ein klasse Spiel von beiden. Und dann ist da der Abpfiff. Die Deutschen gewinnen das erste Halbfinale. Glückwunsch an Markus und Olli in Augsburg. Stabil gespielt. Aber trotzdem auch der Daumen hoch ins Walzbachtal zu Stefan und Lenny. Und Glückwunsch zu 150 Euro, die ihr bei Trust ausgeben könnt. Schön, dass ihr dabei wart in jedem Fall. Hat uns viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Dass ihr dabei wart. Und vielleicht machen wir so ein kleines Post-Match-Interview, so nach dem Spiel. Wenn man schon ein bisschen angefressen ist, dann gab es ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder so Fragen, woran hattet ihr Lehen ja, oder ja, sowas? Ja, genau. Woran hat es denn gelegen, Lenny? An den Abwehrspielern, dass die so langsam waren. Ja, also, ist wirklich so. Ja. Da sind wir als nicht hinterhergekommen und dann... Ja. Zweimal über die linke Seite in der ersten Hälfte, Flanke und mit dann rein Sané das Ding. Und Kopfball, ja. Ja. Das stimmt, da hattet ihr vielleicht ein bisschen Pech in der Auslosung, aber ihr habt trotzdem ein gutes Spiel gemacht und man muss auch sagen, das hat ja Chris auch gesagt, also Markus und Olli haben das auch super gemacht. Ja, die haben gut gespielt, auf jeden Fall. Also ich sag mal so, ihr habt ja gesagt, ihr habt mit Deutschland euch eingespielt, wenn man dann mit einem anderen Team spielen muss, ist auch schwierig mit langsamen Verteidigern. Aber die mit Deutschland gespielt haben, die haben echt gut gespielt. Also die waren auch ein guter Gegner. Ja. Muss man auch erstmal ein Tor machen. Jetzt wollen wir natürlich nicht nur über was hätte, wäre, wenn sprechen, sondern uns kurz in den Kopf rufen. Gleich gibt es die erste Wheel of Trust Auslosung. Das ist das erste Quiz-Duell. Warten wir drauf, bis Kai-Uwe und Niles bei uns in den Stream gleich kommen. Und dann vielleicht nochmal an Stefan die Frage. Stefan, das Unmögliche möglich machen konntet ihr nicht, aber bist du denn trotzdem zufrieden mit der Leistung von Lenny heute? Ja, mit Lennys Leistung bin ich zufrieden, aber mit dem Team von Niederlande bin ich sehr unzufrieden. Das war der Modus. Chris nickt hier neben mir, der sagt auch schon, ja, das stimmt, habt ihr recht, aber trotzdem, schön, dass ihr dabei wart. Und auf wir hoffen, Fall. Dass ihr auch weiterhin FIFA spielt. Nicht nur FIFA 17, 18, 19, 20, 21, sondern vielleicht auch noch in den kommenden Jahren. Und dass ihr dann auch weiterhin bei Trust immer mal wieder dabei seid. Vielleicht gibt es den Family Cup nächstes Jahr ja wieder, wer weiß. Ja, wäre cool, ja. Und vielleicht seid ihr auch dann wieder mit dabei. Wollen wir es hoffen. Cooles Markus, Format. Olli, mit euch sprechen wir später nochmal, wenn es dann ins Finale geht. Jetzt kommt gleich erstmal das zweite Halbfinale. Und der Wheel of Trust, das Wheel of Trust Quiz quasi. Wir warten jetzt auf Kai-Uwe und Niles, wenn die gleich zugeschaltet werden. Wir hoffen, dass das klappt. Das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage. Und dann machen die beiden hier gleich ein ordentliches Duell. Ordentliches Quiz-Duell quasi. Da bin ich gespannt, ja. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, was die beiden hier liefern. Mal völlig abgesehen von den Teams, über die wir jetzt viel gesprochen haben, gerade eben, was sagst du? Beide einen ordentlichen Job gemacht. Ne? Beide konnten FIFA spielen, die beiden Teams eben. Ich sag mal so, die mit Deutschland gespielt haben, hat man wirklich gesehen, so die zocken auch Weekend League, die wissen schon, wie man FIFA zockt. Bei den anderen beiden ist wirklich extrem schwierig, wenn du mit so langsamen Spielern in FIFA spielen musst. Es ist extrem eklig, weil du kommst einfach nicht hinterher. Du kannst so gut verteidigen, wie du willst. Die rennen einfach an dir vorbei. Also ja. Es ist aber grundsätzlich so, konnten die auch auf jeden Fall FIFA zocken. Definitiv. Ja. Haben beide einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ja. Das stimmt. Also Stefan und Lenny Paar sind raus aus dem Trust Family Cup. Haben aber trotzdem eine ist halt auch hart, ne, dass quasi ein Spiel. Weißt du, direkt so, du musst direkt das rein und bumm und entweder hopp oder top. Das ist auch heftig. Das ne? ist der Trust Family Cup. Ja. Ein Spiel, do or die, ja. Ne? Wie man es so nennt, Knockout. Aber so ist es ja bei der EM auch, ist bei der richtig, Europameisterschaft. Ist richtig. Auch da müssen wir ja noch mal ein bisschen drüber sprechen. Wir haben die
die Kontrahenten heute gefragt, wer denn Weltmeister wird oder wie weit Europameister und wie weit Deutschland überhaupt kommt. Und Stefan und Lenny, beziehungsweise Lenny hat gesagt, Deutschland wird Vierter, sprich Halbfinale. Und Stefan hat gesagt, ins Finale kommen die Deutschen. Also sie setzen doch noch aufs Weiterkommen gegen England. Kommenden Dienstag geht's ja los gegen die Engländer. Schwieriges Match. Ja. Ganz spannendes Match. Eigentlich geht's kaum schöner. Das ist geil. In Wembley. Also, ja, ja. Für beide Nationen, denke ich mal, mega, mega geil, dass die gegeneinander spielen und alles möglich. 50-50-Spiel. Schreibt doch auch gerne mal bei YouTube in den Chat, was ihr glaubt, wie weit die Deutschen kommen und wer Europameister am Ende wird. Gibt ja noch einige Möglichkeiten. Die Ukraine zum Beispiel ist noch im Rennen. Und ein Freund von mir, liebe Grüße an Rasmus, der hat gesagt, die Ukrainer, die kommen richtig weit. Vielleicht werden sie unterschätzt. Möglich ist alles. Oder gibt es das Dänemark? Dänemark ist für mich so Geheimfavorit irgendwie. Jetzt vor allem. Weil die sind eine Mannschaft so, ich weiß nicht, die nochmal zusammengeschweißt. Sind sympathisch, die sind gepusht, gehypt. Also sowas kann auch viel bewirken, finde ich. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie das ist im Achtelfinale. Spielen die zu Hause? Also spielen die in Dänemark ihr Spiel? Weil die haben auch viele Zuschauer, da geht es auch richtig rund. Die Dänen? Also, ja, ja. Die Dänen spielen in Amsterdam am Samstag gegen Wales. Aber es ist eine machbare Aufgabe. Aber die Waliser sind auch nicht schlecht. Ja, ja, das stimmt. Also ihr merkt schon, wir sind hier im, ich möchte es nicht Experten-Talk nennen, aber wir sind hier tief im Talk über die Europameisterschaft. Also gerne auch bei YouTube mit reinschreiben, was ihr glaubt, was geht. Wer ins Finale kommt, Patrick schreibt, Italien kommt ins Finale, Frankreich lese ich hier, die Niederlande, Frankreich, Niederlande. Also die Deutschen, die stehen hier gar nicht so weit auf der Liste. Aber ja, wir werden gleich nochmal ausführlich über die Deutschen sprechen, wenn wir das hinbekommen mit dem Zoom-Call. Ich glaube, da gibt es noch ein, zwei Probleme bei Niles. Hm. Kai-Uwe ist schon bereit. Alles ist schon bereit? Ja, cool. Ich glaube, er ist schon bereit. Werden wir gleich mal drauf schauen. Und dann kannst du ja noch mal, zeig den Leuten doch noch mal das Wheel of Trust. Ich zeige euch das noch mal. Du bist ja die Losfee heute quasi. Natürlich, natürlich. Also, wartet Leute, ich zeige euch das mal ganz kurz. Also wie gesagt, hier dran wird gedreht. Ihr seht das hier. Gibt es einmal ein Soundsystem. Dann haben wir einmal Headsets. Hier den Hauptgewinn, wie gesagt, wir machen 4 Runden, das ist dann unterschiedlich, was da quasi dann der Hauptgewinn der Runde ist. Ihr könnt ein T-Shirt gewinnen, was hier unten sind da. Ach, das ist ein Headset, so ein Stand-Headset, ne, ist das? Aber ist auf jeden Fall auch cool. Und ein Kleidflex, also das ist hier diese Auflage von dem Tisch, also gibt coole Sachen zu gewinnen. Lohnt sich auf jeden Fall mal mitzumachen. So, jetzt geht's anscheinend los. Niles und Kai-Uwe sind bereit für das Wheel of Trust und dann kannst du gleich dran drehen. Ja, okay. So, jetzt warten wir, dass die beiden da sind, dass wir mit den beiden sprechen können. Da sind sie. Da sitzen geht. Die beiden. Oh, guck mal, hier beide mit identischem Bart quasi. Ja, beide mit Bart. Und was ich noch sagen möchte, Dustin und David, die gleich zusammen spielen, zwei Brüder, die haben auch einen ähnlichen Bart. Also heute ist ordentlich, ich habe mich vorhin noch rasiert, mein 3-Tage-Bart, der 9 Tage gebraucht hat, um mal voranzukommen, habe ich abrasiert. Die beiden Jungs hier, Niles und Kai-Uwe, die sind auf jeden Fall, ja, was das Bart-Game angeht, ganz weit vorne. Ja, stabil. Jungs, könnt ihr uns gut hören? Ja. Sehr gut, sehr gut. Perfekt. Wir wollen mal voranschreiten und mit diesem Wheel of Trust und mit der Quizfrage, denn nur einer von euch bekommt am Ende Chris, der ans Wheel of Trust dann geht und einen Spin vor euch raushaut. Und ich erkläre ganz kurz, wie wir es machen. Also, wir haben eine Frage für euch, da gibt es eine Antwort. Beziehungsweise es ist mehr eine Schätzfrage und ihr müsst dann quasi euch gegenseitig überbieten. Also der eine, ich stelle euch gleich eine Frage und dann sagt der eine, ich glaube, ich kann 3 nennen. Der andere sagt, nee, ich kann 4 nennen. Und ihr überbietet euch quasi so lang, bis einer der Meinung ist, nee, das schafft der andere nicht. Und dann muss derjenige die Anzahl nennen. Also ich sage mal, Torschützenkönige der Bundesliga. Nur mal ins Blaue hineingeredet. Ist was anderes. So, dann sagt der eine, ich kann 5 nennen, 6 nennen und so weiter und so fort. So, und sobald dann jemand sagt, nee, ich steige aus, so viel kann ich nicht nennen, dann muss quasi der andere alle nennen, die er angesagt hat. Sagen wir mal 7. So, wenn du die nennen kannst, dann, oder wenn derjenige sie nennen kann, dann bekommt ihr den Spin. Wenn ihr sie nicht nennen könnt, bekommt automatisch der andere den Spin.
Habt ihr das ungefähr verstanden? Ist ein bisschen kompliziert zu erklären, aber habt ihr das verstanden? Also ich sag beispielsweise, du sagst Torschützenkönig, ich sage, ich kenne jetzt einen. Dann sagst du kennst zwei. Genau. Und dann immer überbieten. Und wenn ich jetzt sage, ich kenne drei und du sagst, okay, dann sag. Ja, und ich dann die sage, aber kenne nur, kenn nur zwei, dann hast du gewonnen. Genau, so funktioniert's. Also, ich hoffe mal, dass es. Ich hole mal den Laptop in die Mitte. Also, passt auf. Gut zuhören, nachdenken und natürlich nicht googeln. Das wollen wir nicht. Erste Frage: Wie viele Trainer der deutschen Nationalmannschaft könnt ihr innerhalb einer Minute nennen? Wie viele Trainer der deutschen Nationalmannschaft könnt ihr innerhalb einer Minute nennen? Achtung, ich sage es jetzt vorweg, es sind insgesamt 10. Könnt ihr jetzt kurz nachdenken. Ich sag mal, ihr dürft euch ja gegenseitig mal überbieten. Danach können wir gegeneinander antreten. Kai-Uwe, wie viel kannst du nennen? 3. 3? Hast du 3 gesagt? Ja. 3. Niles. Überbietest du? Ja, dann muss ich ja 4 sagen. Wird wieder überboten von Kai-Uwe? Nee. 4? Okay. Nein. Du traust ihm die 4 nicht zu, aber 4 ist auch nicht so einfach. Also, Niles muss jetzt 4 nennen. Wenn er sie nicht nennt, hat Kai-Uwe gewonnen. Niles, ich möchte nicht lange nachdenken lassen. Deine Minute läuft ab jetzt. Korben. Beckenbauer, Löw, Klinsmann. Jetzt hat Tür. Jetzt muss ich ja 4 sagen, hat er gesagt. Einen hat er noch. Du hast noch 35 Sekunden. Fuck. 3 hast du genannt. Die sind auch richtig. Boah, wie los. Wir geben keine Tipps. Nicht auf Handy gucken. Nein, das macht er nicht. Das trauen wir. Wir sind hier ehrlich beim Trust Family Cup. 10. 9. 7. 6. 5. Komm, sag einen noch Verdacht. 4. 3. 2. 1. Wen hast du gesagt? Sol, was hast du gesagt? Riedle. Nee, Karl-Heinz Riedle ist kein Nationaltrainer geworden. Dementsprechend, schade Niles, Kai-Uwe hat den Spin am Wheel of Trust gewonnen. Oha. So, und jetzt geht der Kollege Chris Hassliebe an das Wheel of Trust. Was ist denn der Hauptgewinn in der ersten Runde? In der ersten Runde Hauptgewinn, ich glaube, das ist ein Tisch, glaube ich. War der Tisch, ne? Ein Tisch. Zeig das nochmal in die Kamera da vorne bei den... Also, dass du weißt, was der Hauptgewinn ist, dass der Tisch hier, warte hier. Das ist der Tisch und hier, wo wir quasi auch drauf sitzen. Also, den wir auch benutzen. Genau, das ist der Hauptgewinn in dieser ersten Runde. So, und jetzt ans Wheel of Trust. Achtung. Also Kai, boah, Chance, auf geht's. Komm mal dumm. Was gewinnt Kai-Uwe am Wheel of Trust? Oh. Gibt den Hauptpreis! Direkt in der ersten Jawohl, Runde. Junge. Kai-Uwe gewinnt den Hauptpreis. Jawohl, Junge. Das ist doch perfekt. Direkt zu Beginn gibt's den Gaming-Tisch. Brutal. Den hier. Das gute Ding, Kai. Freust du dich? Sehr geil, dankeschön. Gutes Ding. Sehr gut. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Also. Genau, alle weiteren Informationen bekommst du von uns. Wir haben ja deine Kontaktdaten, kannst ja gerne nochmal schreiben dann quasi. Und dann bekommst du den Tisch nach Hause. Herzlichen Glückwunsch. Optimal. Und Niles, trotzdem danke, dass du mitgemacht hast. Dankeschön. Ja. Ich möchte mal ganz kurz sagen, Jupp Derwall, Sepp Herberger natürlich 54, Otto Nerz, Berdi. Erich Ribbeck, Helmut Schön, Berti Vogt und was möglich gewesen wäre, Rudi Völler. 2-4 hat man Rudi vielleicht Völler noch. Ist ein Muss. Ist ja, eigentlich ein Muss. Ich sag's so, wie es ist. Wir sind ehrlich dabei. Und ja, danke, dass ihr mitgemacht habt, Jungs. Ich hätte auch nur 3 gewusst, glaube ich. Aber für alle da zu Hause, es gibt auch gleich während des zweiten Halbfinals wieder die Möglichkeiten, da weiter mitzumachen. 3 Runden noch, ne? Wir haben noch 3 Runden. Also Jungs, da. Und wie gesagt, es kommt, die geilen Gewinne kommen erst noch. Also der Tisch ist natürlich schon richtig geil, aber die richtig guten Sachen kommen noch. Ja, es kommen noch, kommen noch richtig gute Gewinne. Mal gucken, ob es dann den Hauptpreis gibt heute, den Gaming-Stuhl. Auf jeden Fall. So, wir wollen rüber gucken zum zweiten Halbfinale, das jetzt auch gleich beginnen soll zwischen Team Mirko und Moritz.
und Dustin und David oder David, da wollen wir gleich mal kurz drüber sprechen. Das Brüderduell, ne? Das Brüderduell, das wird auch knallhart. Eben ist das, das Vater-Sohn-Duell nach Augsburg gegangen. Augsburg gegen Bayern, Deutschland gegen die Niederlande. Das war, mehr Derby ging eigentlich gar nicht im ersten Halbfinale. Ja, stimmt schon. Augsburg-Bayern. Wir haben jetzt Belgien gegen England, auch spannend. Ja, Belgien gegen England. Ich überlege gerade, welche Spieler da so sind. Kevin De Bruyne. De Bruyne ist stark in FIFA, weil der hat 5 Sterne schwacher Fuß. Das Lukaku auch, ist ein ganz schöner Brecher. Bisschen aber langsam, beweglich, aber hat, langsam ja, unbeweglich. Bei FIFA nicht. Guter gut. Abschluss. Aber das Einzige, was er hat. Ja, guten Abschluss. Ja, aber ich würde den nicht spielen. Mertens ist ein sehr guter Spieler. So, wir sehen jetzt hier also, Markus und Olli haben sich durchgesetzt gegen Stefan und Lenny. Bedeutet Markus und Olli im Finale gesetzt. Und die treffen dann auf den Gewinner des zweiten Halbfinals zwischen eben Mirko und Moritz und Dustin und David. Und bei Dustin und David, da möchte ich jetzt gleich, wenn wir sie beiden sehen, da werden wir erstmal sehen, dass die beiden sich verdammt ähnlich sehen. Da müssen wir gleich mal über eine Sache reden, denn die beiden spielen beide Fußball, spielen beide im gleichen Verein Fußball und sind beide Torhüter. Das ja, heißt, es gibt einen richtigen Konkurrenzkampf. Mal gucken, wie sich das gleich auf dem Platz beide bei Keeper. Krass. Beide Keeper. Also mit den Händen gut, ne? Am ja, Controller. Ja. Das kann natürlich was werden. Da sitzen sie. Also, unfassbar. Also, Ich möchte, Mirko und Moritz, wir müssen ganz kurz einmal über Dustin und David oder David? David. Wir müssen über Dustin und David sprechen. Erstmal, das ist ja unfassbar. Also, seid ihr Zwillinge? Nicht ganz. Drei Jahre Unterschied. Aber verdammt ähnlich seht ihr euch und dann dieses Faber-Castell-Trikot vom VfL Bochum. Das, ja, das sieht sehr auffällig aus. Also wie alt ist das? Aus welchem Jahr ist das? Von 96. 96. Darius Wosch ist, glaube ich, in diesem Trikot ausgelaufen. Hab ich schon gehört, ja. Ja, für alle Fußballliebhaber. Der VfL Bochum, Glückwunsch zum Aufstieg, Jungs, erstmal. Wir haben hier unsere Hamburger überrumpelt. Ja, in der letzten Saison. Aber hochverdient natürlich. So, also, Dustin und David aus Dortmund. Und dann gucken wir ganz kurz rüber zu Mirko und Moritz aus Alsdorf. Das ist in der Nähe von Aachen an der niederländischen Grenze. Jungs, ihr habt natürlich farblich, seid ihr schon mal im Nachteil, was die Trikots angeht. Aber ich habe in eurer Bewerbung habe ich gesehen, ich glaube, es ist, darf ich nicht durcheinander kommen. Ich glaube, Mirko, du bist der Ältere von euch beiden, wenn ich das richtig sehe. Mirko, in eurem Bewerbungsvideo habt ihr gezeigt, dass du ein bisschen angesetzt hast. Hast du zu viel FIFA gespielt? Unter anderem, ja, auf jeden Fall. Ja, aber da hast du ja viel trainiert, oder? Ja, doch. Selten im Duo, da haben wir uns jetzt in der letzten Woche dann drauf fokussiert, aber schon das ein oder andere Mal einen Controller in der Hand gehabt. So ein Brüderduell bringt viel mit, oder? Ja, das geht ab, denke ich mal. Das geht ab. Ja. Moritz, wie verstehst du dich denn mit deinem Bruder? Ist das, musste er hier heute mitmachen oder darf er mitmachen? Also ich verstehe mich sehr gut mit ihm und er darf mitmachen. Wer ist der Bessere von euch beiden? Ich. Ja. Chelsea und Dortmund sind die Lieblingsteams von Moritz. Hat er zumindest bei uns angegeben und dann haben wir hier gelesen, Moritz, du gehst oft mit Eseln spazieren. Was hat es denn damit auf sich? Mit Eseln? Ja, also unsere Mutter ist beim Pflegezentrum und da sind halt Therapieinseln und dann gehen wir immer mit denen spazieren und halt auch mit den Bewohnern gehen wir dann zusammen mit den Eseln spazieren durch den Wald. Ja. Also das ist spannend. Das ist spannend, ja. Da würde ich mich auch sehen. Kannst du den Chris mal einladen, ja. Dann geht ihr mit dem mal mit Eseln spazieren. Ich glaube, der freut sich drüber. Ich find's gut, ja. Sehr gut. Also, das Brüderduell, das gleich losgeht zwischen Belgien und England. Jetzt, ich glaube, Mirko und Moritz, ihr spielt mit England. England, genau. Dann habe ich es noch richtig im Kopf. Worauf wollt ihr setzen? Was ist eure Taktik? Auf Tempo, ja. Sancho, Sterling, ja. Da ist Phil Foden. Da ist Rashford? Auch ja. Rashford, klar, vorne Rashford, drin. Der Beste. Also FIFA 21, einer der stabilsten Karten. Ja? 5 Sterne Skill, schnell, guter Abschluss. Da bin ich sehr gespannt drauf. Kennt man auch immer, wenn man irgendwie Ultimate Team gespielt ja, hat. Ja, jeder Rashford. Jeder spielt Rashford. Und dann Belgien. David und Dustin, worauf wollt ihr da setzen? Kevin De Bruyne als Spielmacher? Wir wollen auf der 6, Mertens im Sturm und die Hazard-Brüder außen. Oh ja, sehr gut. Die beiden Brüder.
Wenn wir schon bei Brüdern sind, dann müssen sie auch mit den Hazard-Brüdern spielen. Hazard und Torgen. Wie heißt der? Eden und Torgen, ja. Ja, einer rechts, einer links. Auch nicht schlecht. Auch temporeich, ne? Also beide bringen auch Tempo mit. Hazard, sehr guter Spieler, Eden schon seit jahrelang. Ja. Eden Hazard, immer guter Spieler bei Chelsea, bei Real Madrid. Ja. Ja. Also in FIFA immer guter Spieler. Bei Real ja jetzt noch nicht so stark. So, und bevor wir jetzt in das Match gehen, ihr sitzt, glaube ich, alle gut. Euch erkennt man gut. Dann, bei dir ist wichtig noch, was ich hier gerade noch höre, Moritz, dass du auf jeden Fall so sitzt, dass man dich auch sehen kann während des Spiels. Ich weiß nicht, ob das geht bei euch beiden, dass ihr da so ein bisschen während des Spiels, dass du dich auch angenehm sitzt, dass du ein bisschen in die Mitte rutscht. Wenn das klappt, ja, dann können wir euch nämlich auch sehen. Und bevor das Match jetzt noch losgeht, möchte ich die einzige Sache noch ansprechen. Ich habe es eben schon gesagt, ihr beide seid Torwerte. David und Dustin, beide im gleichen Team. Wer hat sich denn durchgesetzt jetzt in der Saisonvorbereitung? Oder steht das noch nicht fest? Ach so, ja. David hat sich durchgesetzt. Der Ältere. Der Ältere, ja. Ist er die größere Katze? schauen wir mal, ne? Ob die beiden sich da noch in die Haare bekommen. In welcher Liga spielt ihr? Kreisliga B. Liebe Grüße an Menge der 3. Okay. Menge der 3. Also ja, die Grüße gehen raus an die Jungs. Vielleicht gucken sie jetzt ja auch zu. Vielleicht können sie auch gleich was gewinnen, die Jungs von Menge der 3. Und ich glaube, dann könnt ihr jetzt mit der Taktik beginnen, mit euren Aufstellungen, damit wir jetzt gleich reingehen in das zweite Halbfinale zwischen Belgien und England. Spannendes Duell. Wird geil. Ein Duell, was ordentlich Tempo mitbringt. Ja, stimmt. Viele Spieler mit Pace. Hier siehst du, Rashford, Sancho, Sterling. Ja, also viel mehr Tempo geht eigentlich. Aber Mittelfeld ist ziemlich, so Henderson, Foden, Mount, die sind alle langsam. Aber Walker in der Innenverteidigung sehe ich schon, der Mann hat Ahnung von FIFA. Weil Walker, der ist schnell, der Mann hat Ahnung. Das spiele ich auch so. Ich bin immer noch, also ich bin farblich geflasht von diesen Faber-Castell-Trikots. Ja, die sind wild. Vom VfL Bochum. Also, die beiden haben Euphorie. Bring Euphorie mit, natürlich, weil Bochum aufgestiegen ist in die Bundesliga. Ja. Die beiden, jetzt hier gibt es die Faust zwischen den beiden Brüdern, die wollen ins Finale und es geht los zwischen Belgien und England. Spannend. Belgien in den roten Trikots und England in den weißen Trikots. Mal in den ersten Minuten mal ein bisschen die taktische Ausrichtung analysieren. Von den beiden geht direkt in Sturm. Super Ball auf Rashford und das. Wow. Oh. Da gab es beinahe schon den Jubel. Ich wollte schon zum Jubeln ansetzen, Chris. Ja. Wahnsinn, eine Riesenchance zu beginnen und dann spielen sie mit dem Feuer da, die Belgier. Bisschen zu hart, einen Schussknopf durchgedrückt. Was macht Courtois da? Jetzt probiert. Warum nicht? Da ist auch vielleicht eine Taktik hinter. Frisch. Müssen wir mal in die ersten Minuten gucken. Machen wir doch schnell mal, dann haben wir schon zwei, die wir auswählen. In der Halbzeit für das nächste Wheel of Trust. Jungs, pusht euch. Die nächsten Fragen. Instagram Gaming, trustgaming.de. Gucken wir mal ganz kurz auf diese erste Chance der Belgier. Ja, die Flanke kommt nicht schlecht. Solche Flanken wären was für Lukaku, denn das kann er. Das kann er, ja. Das kann er gut. Also eben zwei Tore durch Flanken gefallen bei Deutschland gegen die Niederlande. Und jetzt mal gespannt, was hier passiert. Mason Mount, Rashford ist wieder durch. Das ist genau das Spiel von Rashford. Und dann vertändelt er. Also zwei ganz gute Chancen schon. So, jetzt wollen wir mal schnell die Frage durchbekommen. Schreibt uns auf trustgaming.de die Antwort und dann wählen wir zwei aus und die kommen dann hinterher mit in den Stream und kämpfen um das Wheel of Trust, um die Gewinne. Die zweite Qualifikationsfrage. Also Jungs, wer ist der aktuelle Torschützenkönig für Deutschland? Wer ist der aktuelle Torschützenkönig für Deutschland? Genau. Genau, also all time von allen Länderspielen, die Deutschland als BRD ausgetragen hat. Wer ist da der aktuelle Torschützenkönig? Schreibt eine Direct-Message Instagram, wie eben, wie gehabt. Und die beiden, die als am schnellsten sind. Oh, Riesenchance für die Belgier. Wir müssen hier immer so ein bisschen gucken. Ja. Jetzt darfst du. Ich sag, die beiden, die am schnellsten sind, die kommen dann ins Quiz. Und der Gewinner kann dann noch einmal drehen. Aber wie gesagt, sehr, sehr stabile Gewinne. Jungs, macht da mit. Macht auf jeden Fall mit bei unserem Quiz. Also, schreibt uns jetzt auf trustgaming.de. Schau mal rein, ob schon mal jemand geschrieben hat. Ja, da haben schon welche geschrieben. So, wenn ihr richtig gut seid, dann schreibt ihr auch noch dazu, wie viele Tore. Und nochmal, wir wollen hier ein ehrliches Spiel haben. Sprich, googeln und sowas gibt's nicht. In der Halbzeit wählen wir zwei aus.
Und jetzt auf die Engländer geschaut. Nachschusschance. Das 1:0. Stabil. Für Mirko und Moritz. Da kommt die Faust von beiden gleich. Aber die sind beide gut. Rechts und links und der fokussierte Blick in Dortmund beziehungsweise im Herzen Anne Kastropper in Bochum. Hm? Komm. Jetzt die Belgier, die direkt zurückschlagen wollen. Riesenball auf Yannick Carrasco. Der hat eine tolle Saison gespielt. Die Flanke ist nicht so toll. Arbeiten auch viel mit Flanken, die Jungs. Die mit England, die machen das cleverer. Die kommen mal durch die Mitte. So gefällt mir gut, was ich da bisher sehe. Das sind Tipps, die man hier aufnehmen kann. Wer wird der Finalgegner von Deutschland beim Trust Family Cup? Dries Mertens, auch sehr skillreicher Spieler. Klein und wendig. Oh, gut gespielt. Klasse gespielt. Und das ist ein FIFA-Tor. Stabiles Tor. Schön nochmal rübergelegt. Klassisches FIFA-Tor. Einer meiner beiden. 1-1 übrigens. Also die Romelu Brüder Lukaku. Psyuk. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Können wir hinterher nochmal drüber reden. David und Dustin gleichen aus. Spannendes Spiel. Und ich wohne in einer WG mit zwei guten Freunden. Und der eine von beiden, der macht nur solche Tore. Immer schön querspielen. Immer schön querspielen. Die ganze Zeit. Das ist das Rezept vor dem Tor. Dann ist das Ding ziemlich sicher drin. Also es ist sehr ausgeglichen. Finde ich eine durchaus spannende Partie hier, das Brüderduell. Es geht, also das ist wirklich sehr, sehr, sehr fokussiert. Courtois ist da. Auch ein guter Torwart bei den Belgiern. Aber ich würde sagen, dass die Engländer so einen leichten Teamvorteil haben, weil die haben eine sehr stabile Abwehr. Wie bei FIFA 21 ist es so, dass man Außenverteidiger jetzt als Innenverteidiger einsetzt. Da ist viel Platz, Rashford! Ja. Stark gemacht. Braucht er nicht mehr machen, da kommt Courtois raus. Aber da war dann auch Platz, ne? Bei diesem Pass auf Mason Mount ist dann zu viel Platz da gewesen, also das würde ich jetzt nicht aufs Team schieben. Die Sache ist halt, die Belgier haben halt auch wieder so eine langsame Abwehr. Und mit Tempo mit England, also das ist schon sehr schwer, muss man sagen, die Jungs da mit Belgien haben da schon einen kleinen Nachteil. Ja, aber das ist eine Challenge. Das stimmt, das ist Glück, hätte ja auch jeder. Wir wollen ja nicht immer nur von Nachteil sprechen, wir wollen ja auch mal was sehen von den Jungs. Ah, fokussiert sind sie. Also, trustgaming.de, da habt ihr jetzt schon reichlich Antworten eingeschickt und gleich wählen wir da einen aus, Phil Foden, und dann kommt das Foul der Belgier. Von Denayer. Gibt das rot? Ah, ja gut, das ist natürlich, schwierig. Bitter. Das ist ganz, ganz schwierig jetzt. Wenn man das hinten zeigt liegt. Es an. Wen das ist erwischt? Ärgerlich. Innenverteidiger. Denayer, Innenverteidiger. Da muss natürlich gewechselt werden, das ist ja ganz klar. Das werden sie jetzt auch tun, die beiden. Ich nipp mal einen Whisky. Oder so. Und Mirko nimmt einen Schluck aus der Apfelschorle. Und dann wollen wir gleich mal gucken, wie die beiden Jungs das jetzt auffangen wollen. Das ist natürlich ganz bitter. Zurückliegen und dann das Foul von hinten. Ja, da könnte man jetzt vielleicht sagen, letzter Mann, nicht letzter Mann. Da kam doch noch einer, aber da ist FIFA manchmal auch resolut. Kevin De Bruyne in die Mitte gezogen, gar nicht so doof die Idee. Ja. Du musst dann natürlich die Außen besetzt lassen. Ist natürlich jetzt bitter. In der Situation. Und es gibt natürlich dazu auch noch den Freistoß. Der könnte gut sein. Der war stark. Doppelbestrafung. Mit Time-Finish grün. Markus Rashford macht das 3:1 für Mirko und Moritz Aderholt. Stabiles Tor. In Aachen an der niederländischen Grenze, beziehungsweise in Alsdorf, knallen jetzt die Sektkorken. Aber noch ist diese erste Hälfte nicht rum. Gut gemacht von den Belgiern. Klasse gemacht von den Belgiern. Kaku. Super gemacht von den Belgiern. Und da war die Riesenchance aufs 2:3. Dann noch mit der Zeit. Ach, guck mal, der Tempounterschied. Guck mal, wie er rankommt jetzt. Ja, das ist klar, aber das ist natürlich. Oh, das ist aber gefährlich, was die Belgier da hinten spielen. Aber sie spielen es raus. Und ich glaube, dass die beiden sich auch noch zurückkämpfen können. Jetzt wäre mal das, was Stefan eben gesagt hat: das Unmögliche möglich machen. Jetzt wäre es mal an der Zeit. Dass wir so ein Comeback sehen, Chris. Das wäre krass, mit 10 Leuten vor allem. Hast du schon mal so ein extremes Comeback geschafft? Aber da hat FIFA auch mitgeholfen dann. Also wenn FIFA mithilft, ist auch mit 10 Leuten. Oh! Riesenchance! Den muss er machen. Aber das ist eklig halt so. Da braucht man ein bisschen Glück halt. Ne? Jetzt sind halt auch schon zwei Chancen da gewesen. Ja, ne? Es ist jetzt nicht so, dass da
Die machen das gut, mit 10 Leuten trotzdem jetzt noch 2 Torchancen rausgespielt. Also gefällt mir enorm gut, was die ich würd's denen gönnen, beiden, Dustin und David da machen. So, die erste Hälfte ist rum, denke ich mal. Oder gibt es doch die eine Chance? Ne, die erste Hälfte ist rum. Kurz durchatmen, dann geht's weiter und wir wählen mal 2 aus. Bei uns Knoppi und Paddy unterstrich 93. Knoppi, K-N-O-P-Y, Knoppi und Paddy 93. Das sind die beiden, die hier natürlich richtig geraten haben. Wer ist der aktuelle Torschützenkönig für Deutschland? Das ist Miroslav Klose mit 71 Toren. Boah, das ist schon Wahnsinn, ne? Das hätte ich jetzt auch. Also ich hätte gewusst, dass er es ist, aber 71 Tore, das ist schon eine Hausnummer. Das ist ein Knipser. Boah, ne? Das ist ein Knipser. Den musst du erstmal machen in der Nationalmannschaft. Heftig. Stürmer wie am Buch steht, Stürmer wie den die Belgier jetzt auch bräuchten in diesem Spiel. Dustin und David. Gleich jetzt weiter mit der zweiten Hälfte. Also Paddy unterstrich 93 und Knuppi, schickt uns bitte auf gleichem Wege auf Instagram eure Handynummer und dann bekommt ihr einen Link zum Stream und dann seid ihr nach diesem Halbfinale beim Wheel of Trust dabei und müsst die nächste Frage beantworten. Ja. Gleich geht's weiter mit der zweiten Hälfte. Chris guckt auch schon mal nach den nächsten Nachrichten, die wir so bekommen. Schreibt natürlich auch weiter gerne kräftig in den Chat. Genau, wie gesagt, Trust Gaming einfach folgen und wie gesagt, 2 Drehungen sind ja noch, könnt ihr dann auch gerne dann teilnehmen dran. So ist es, die Nummer ist schon gekommen von Knopi, von Paddy unterstrich 93, bräuchten wir die Nummer noch, sonst wählen wir gleich einen anderen aus. Ja, ein bisschen Zeit ist noch da. Und dann geht's jetzt weiter mit der zweiten Hälfte. Du sagst, nach Einstößen passiert häufig was. Uff, gute Grätsche. Rote Grätsche. Diesmal ist die Grätsche richtig gut bei den Belgiern. Eben hat sie zu einer roten Karte geführt. Sehr gut noch geholt. Lukaku, gut gemacht. Ein Körper hat er auch. Ne? Also 2 Kämpfe kann Lukaku durchaus auch spielen. Da ist Lukaku. Und dann abgefälscht. Also die Chancen, sie werden immer mehr. Bei den Belgiern, bei Dustin und David, die das richtig gut machen. Ja. Oh. Nochmal der Aufruf, Paddy unterstrich 93, schick uns bitte deine Handynummer. Nein! Oh, Riesenchance für die Engländer jetzt in dieser Phase. Bleiben dran, über Mason Mount, der so eine tolle Saison gespielt hat. Mit dem FC Chelsea, ja auch Champions League-Sieger geworden. Jetzt ist da vielleicht die Lücke. De Bruyne, über den kann es gehen. Mertens, raus auf Eden Hazard. Wieder Mertens, spielen sie gut, Dustin und David. Lukaku, bekommt er den auf den starken linken Fuß? Das ist so gut gespielt! Das ist so gut gespielt von den Belgiern und dann Dries Mertens, der hätten's da... aber auch mal verdient, jetzt mal ranzukommen, sag ich ehrlich. Mit 10 Leuten, dann noch mit Belgien, die spielen richtig gut. Ah, und jetzt knallt's. Ja. Noch sind die Belgier im Spiel. Es sind ja noch 30 Minuten. Ich sag, wenn die noch ein Tor machen, wird's nochmal richtig, richtig. Das glaube ich auch. Ja. Das glaube ich auch. Also, da ist noch richtig was möglich. Ist die Nummer durch vom Paddy? Ich guck nochmal kurz. Der hat immer noch nicht geschrieben. Ja, geben wir ihm nochmal so. Bis zur 70. Minute hier, sonst brauchen wir natürlich einen Ersatz. Wow. Können wir den hier vielleicht noch? Ja, wählen wir gleich aus. Ersatz. Oh, nächste gute Chance für die Engländer. Sack zu oder doch nochmal spannend. Quasi wie im Match davor, ne? Also, obwohl ich muss sagen, ich traue den Belgiern hier in Unterzahl durchaus auch noch eine Menge zu. Die spielen nämlich richtig gut. Sind gefährlich vorne. Sind gefährlich vorne. Oh, Phil Foden auf dem linken. Und jetzt ist natürlich auch die Gefahr, dass man zu hektisch wird. Es ist ja noch genug Zeit für 3, 4, 5 gute Chancen. Man muss was riskieren. Man muss jetzt was riskieren, man muss aber auch mit Ruhe spielen. Ne? Also man darf nicht zu viel reingeben. Man muss ein gutes Mittelmaß, Spiel. Aber ich sag mir dann immer so, besser in so einem Spiel 5-1 verlieren, anstatt jetzt ein 3-1 halten. Ja. So, und wenn es um Risiko geht, ich habe vorhin bei Lenny von Wasserski gesprochen, Dustin
Nebenbei Student, spielt American Football als Linebacker. Ja. Der kann richtig einstecken und der kann auch richtig austeilen. Und das brauchen die jetzt, die Belgier. Das brauchen die beiden Brüder. Dustin und David. Oh, jetzt geht's ab. Aus Sancho. Dortmund. Sancho mit Tempo. Ja, ja. Rashford! Das 4:1 für die Engländer und vielleicht die Vorentscheidung. Da kommt die Faust hier. Da kommt und da Faust. Kommt die Faust bei Mirko und Bauch bei Moritz. Die beiden sind jetzt happy. Sie sehen sich im Finale, aber schreibt mir die beiden Belgier nicht ab. Vor allem nicht bei diesen tollen Trikots. Ich würde sagen, geben wir dem. Ja. Knobi hat seine Nummer geschickt. Wir tauschen und wählen Alex aus. Alex Bla bei Instagram. Schreib uns bitte deine Nummer, dann bekommst du einen Stream-Link und dann haben wir dich hier gleich mit im Quiz um das Wheel of Trust, wo es dann was Dickes zu gewinnen gibt nach diesem Spiel. Viertelstunde ist noch. Lukaku, Mertens. Die Belgier kommen nochmal über Lukaku. Hat ihn auf seinem starken linken Winkel ein bisschen spitz. Ah! Gut aufgepasst, in dem Fall von Kieran Trippier. Oh, langes Ding. Und ja. Langes Ding ist nie schlecht, denn da wartet Rashford. Aber machen sie clever, auch mal hinten rum, den Ball mal zurück. Genau das, ne? 3 Tore Rashford, das ist genau das, was du angesprochen hast. Jetzt nehmen sie natürlich auch Zeit von der Uhr. Gutes Tackling, der Belgier. Also, man muss sagen, 8 Bar haben sie sich auf jeden Fall geschlagen. Ja, definitiv. Also Belgier, die haben das gut gemacht. Aber Engländer, wie gesagt, die sind auch sehr, sehr gut besetzt. Offensiv und defensiv. Mit welchem Team spielst du am liebsten? Vielleicht auch Nationalteam? Ich spiele eigentlich nur Ultimate Team. Also wenn ich FIFA spiele, spiele ich eigentlich nur Ultimate Team. Da kannst du ja dir ein Team aus allen Spielern so zusammensetzen, quasi. Ja. Ja, muss halt die Chemie harmonieren. Also du kannst jetzt beispielsweise Engländer mit Engländern spielen oder welche aus der Premier League mit Premier League. Aber wenn ich hier Nationalmannschaft spielen würde, würde ich auch England nehmen. Oh, schönes Tor. Und das 5:1 für die Engländer und wohl die Entscheidung in diesem Match. Das 5:1 für die Engländer und da sehen wir bei Dustin, jetzt spielt er mit besonderer Gelassenheit. Aber von Alex... Alex, haben wir auch noch keine Nummer. Ja, Alex, bla, bitte mal seine Nummer schicken. Rupi hat das schon gemacht, da ist das 6:1, jetzt wird's eine Packung. Ja gut, was willst du machen, jetzt zu 10, habe ich ja schon gesagt, mit 10 Leuten muss dann aufmachen, da kommen die Lücken, ist dann schwierig natürlich für die Jungs. Aber beim Trust Family Cup ist jeder ein Gewinner, es gibt 150 Euro. Eben. Auch für Dustin und David. Ja, guck hier, da kommst du nicht hinterher. Keine Chance dahinter. Ah, da will er lupfen. Frech, frech. Jetzt wollen sie vielleicht ein bisschen zu viel. Ja, mal gucken, ob diese Überheblichkeit vielleicht im Finale nochmal zurückkommt. Das wird nämlich richtig spannend. Deutschland gegen England. Wie im Achtelfinale am Dienstag. Wer ist dein Favorit? Bei Deutschland gegen England? Nee, zwischen jetzt, den beiden jetzt. Jetzt hier, England-Deutschland. Boah, das kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht sagen. Das Ergebnis ist, glaube ich, deutlicher als das Spiel war hier bei den beiden. Oh, ja gut, die sind abgezockt. Und da ist das Spiel vorbei. Gutes Spiel. Ja, ja sehr gutes Spiel. Das muss man anerkennen. Die Runde war nicht echt übertrieben. Ja. Die muss man nicht gehen. So ist das manchmal. Knallhart. Ich weiß, es ist, wir gehen direkt hinein. Also ungern geht man natürlich dann tief in die Wunde einer Niederlage rein, aber wir müssen natürlich trotzdem bei Dustin und David nachfragen. Woran hat's gelegen? Woran hat es gelegen, Jungs? Was? Oh, gelegen? Ja. Pace hat gefehlt, ganz einfach. Vorne, hinten war nichts da. Ganz früh die rote Karte, was soll man da machen? Ja, stimmt, rote Karte ist immer eklig. Mit einer roten Karte zu spielen, kann man nie so... Ja, wie soll ich sagen, man muss ja irgendwo, hat man ja ein Defizit dann. Entweder offensiv oder hinten. Wenn du mit einem Stürmer weniger spielst, die haben auch schon hinten gelegen, du musst da dann offensiv spielen. Da gibt es hinten Lücken. Dann die schnellen Spieler, Sterling, Rashford. Das ist schwierig. Ganz schwierig, ja. Kann ja. Ehrliche Analyse bei den auf jeden Fall. Bei den beiden. Jungs, trotzdem, das Outfit des Tages, da habt ihr gewonnen. Auf jeden Fall. Also gibt's dafür auch was? Oder? Schöner geht's nicht. Also 150 Euro, die ihr für Trust-Produkte ausgeben könnt, plus
eine hoffentlich, ja, weiß ich nicht, aus Dortmund, Dauerkarte an den Kastropper für die kommende Saison, wenn ihr die Zeit dafür habt. Ist schon da. Ja, in der Bundesliga, das ist doch auch was. Und ihr wart mit dabei beim Trust Family Cup. Das ist doch die Hauptsache, dass ihr euch qualifiziert habt. Stark, dass ihr mitgemacht habt, Jungs. Ich hoffe, dass der Konkurrenzkampf im Tor auch in der kommenden Saison spannend bleibt. Dustin, ich wünsche dir da viel Glück, dass du da vielleicht auch mal deine Einsätze bekommst. Wenn bei Menge der 3 mal daneben gefasst wird von David, vielleicht mal ja, sich ein Ei gefangen und dann darf der Bruder mal ran im nächsten Spiel und darf sich beweisen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall heute habt ihr gut zusammengespielt und euch achtbar aus der Affäre gezogen, trotz des Ergebnisses. Ja, und Moritz, Mirko, über euch wollen wir gar nicht so viel reden, denn da haben wir noch genug zu reden im Finale gleich. Jetzt kennt ihr euren Gegner schon. Wie stellt ihr euch drauf ein? Ja, ich meine, das spiegelt ja auch das nächste EM-Spiel da. Von daher muss man mal sehen, was da rumkommt. Im Herzen ist man bei Deutschland, aber jetzt gerade eher dann nur bei England. Ja, ne, definitiv. Einfach offensiv spielen, ich denke mal. Also das Beste, was man machen kann. Wir haben quasi das Duell zwischen Deutschland und England, was wir auch am Dienstag in Wembley sehen, ne? Im Wembley-Stadion, dasselbe Duell, jetzt hier im Finale. Schöner geht es doch eigentlich gar nicht im Trust Family Cup. Vielleicht geht es da genauso jetzt aus, wie es dann auch am, Dienstag? Nee, Dienstag wie es am Dienstag dann ausgeht. Dienstag, da geht es um die Wurst und ums Viertelfinale gegen die Engländer. Also es wird richtig spannend. So, Freunde der Sonne, wir haben das Wheel of Trust und wir haben die nächste Runde und wir hoffen, dass wir die beiden Teilnehmer vom Wheel of Trust auch gleich auf Zoom haben, dass wir euch schalten können und dann könnt ihr bei der nächsten Quizfrage mitmachen. Es wird wieder so laufen wie bei der ersten Runde, wenn ihr zugeschaut habt. Das wird, ich sag jetzt schon mal, eine richtig spannende Nummer. Oh ja. Das, mir persönlich macht sowas wahnsinnig viel Spaß. Ich finde das cool, auf jeden Fall. Ich wüsste, gut, jetzt, ich lese es jetzt nicht vor, aber es ist knifflig auf jeden Fall. Es ist knifflig, aber man kann auch ein paar Namen kennen. Ein paar kann man kennen, aber... Wenn man sich ein bisschen auskennt. Also, es gibt, wollen wir schon mal über den Hauptpreis sprechen? In der nächsten Runde, komm. Mikrofon, ne? Ehe wir darauf warten, Alex und Knopi, bis ihr beiden bereit seid. Es gibt ein Mikrofon. Komm, zeig mal die Kamera. Ja, ich gehe mal nach vorne, ich zeig's euch mal, Jungs. Eieiei. So, da sind sie doch schon, Alex und Knopi. So, passt auf, das hier gibt's zu gewinnen. Schönes Mikrofon. Das ist der Hauptpreis, ne? Und dann, da gibt es weiterhin noch, da sehen wir das Wheel of Trust. Was gibt es noch so, Chris? Ja, was habt ihr noch hier zu gewinnen? Könnt ihr mal drauf gucken. Wie gesagt, ein T-Shirt, Surround-Anlage, Headset, also denke ich mal, alles dabei. Also wie gesagt, strengt euch an und gebt Gas, ne? Alles klar. So, dann fangen wir an. Wer von euch ist denn eigentlich der Knopi? Es geht. Ich bin der Knopi. Knopi, ist Knopi auch richtig ausgesprochen? Servus. Ja, Knopi ist okay. Und eine Kanada-Flagge im Hintergrund. Warst du im Ausland? Bist du im Ausland? Nee, ich komme aus Dresden, aber Kanada ist so mein Lieblingsreiseziel. Das wäre eigentlich mal so ein Traum, mal da hinzukommen. Sehr gut, sehr gut. Und, und du bist dann der Alex zur Rechten, richtig? Genau. Alex, wo kommst du her? Aus Arnsberg, aus dem Sauerland. Aus dem Sauerland. Sauerland gegen Dresden. Auch eine schöne Partie, würde ich behaupten. Stabil, ja. Stabil. Also. Habt ihr die erste Runde beim Wheel of Trust gesehen? Ja, habe ich gesehen. Sehr gut. Also, es wird wieder so laufen. Wir stellen gleich eine Frage, die stellt Chris. Dann müsst ihr euch gegenseitig überbieten, bis einer sagt, ich kann nicht mehr, ich traue dem anderen das nicht zu. Und dann muss der andere liefern. Hat auch wieder nur eine Minute Zeit, ne? Dass ihr daran denkt, eine Minute habt ihr. Und wir sind hier alle Ehrenmänner und Ehrenfrauen. Dementsprechend kein Googeln. So, so machen wir es. Möchtest du die Frage vorlegen? Ja, ich mach das. Also Jungs, passt auf. Wie viele EM-Torschützenkönige könnt ihr innerhalb einer Minute nennen? Es sind insgesamt 25. Aktuelle EM ausgenommen. Wie viele EM-Torschützenkönige könnt ihr innerhalb einer Minute nennen? Es sind insgesamt 25. Boah, das ist schon, also schon sehr, sehr schwierig. Auf jeden Fall. Ne? Also noch zur Info vielleicht. Es geht da nicht um alle Tore, die man geschossen hat, bei allen EMs, sondern bei einer jeweils EM. Also jeweils. Ja, der Torschützenkönig... Genau. Von einer EM jeweils quasi. Also wer war 2-4, wer war 2-8, 2-12 und so weiter. Torschützenkönig, die aktuelle EM zählt natürlich nicht, die ist nämlich noch gar nicht fertig. Richtig, richtig. Aber da liegt CR7 mit 5 Buden vorne. Echt, bei der aktuellen hat er schon 5 Finger gemacht? Ja, viele Elfmeter, muss man sagen. Ist egal, aber die musst du auch erstmal reinschießen. Ja, klar, so, das völlig ist richtig. Und du musst auch dann
Selbstbewusstsein haben, genau, sich den Ball zu nehmen. Genau, zu sagen, ich schieße den jetzt immer. Ja, ja, okay. So, Jungs, nicht lange schnacken, Kopf in Nacken. Knobi, wie viele kannst du nennen? Ich sag 3. 3. Alex? Oh, ja, die hätte ich auch genommen. Überbietest du oder sagst du 3? Die schafft er nicht. Doch, die schafft er, glaube ich. Ja, mach mal deine 3. Ja? Oh, muss er erstmal nennen. Hätte ich auch gemacht. Okay. Ja, finde ich gar nicht so schlecht. Hätte ihm auch gegeben. Ist auch gar nicht so einfach. Also, wir haben die Liste hier vorne liegen. Du hast eine Minute Zeit, Knobi, und die Zeit beginnt jetzt. Dann sage ich als erstes Fernando Torres. Dann der Karisteas aus Griechenland. Und den dritten, ich hoffe mal, er hat es geschafft, Thierry Henry. Sag nochmal den dritten. Der Henry aus Frankreich. Ach, Henri, meinst du? Henry. Ja, genau. Ja, muss ich dir leider sagen, du hast die 3 genannt, die du nennen wolltest. Also, Fernando Torres ist richtig, 2008. Ja. Leider die anderen beiden. Karisteas nicht, ne? Karisteas kein Torschützenkönig geworden. Er hat das goldene Tor geschossen im Finale 2-4 in Athen gegen Portugal. Nee, Quatsch, in Lissabon war das, Wo Griechenland Weltmeister wurde. Wo war das? 2004. Und Thierry Henry leider auch nicht richtig. Antoine Griezmann hätte man nennen können, 2016. Antoine Griezmann beispielsweise. Cristiano Ronaldo ist auch schon mal. Den hätte man mal tippen können, aber ich hätte auch nicht viele gewusst, sage ich dir ehrlich. Ja, vielleicht weiß man noch. Also Gerd Müller kann man natürlich noch nennen. Patrick Kluivert vielleicht. Mario Gomez, übrigens auch mal Torschützenkönig geworden. David Villa, Milan Baroš, 2004, glaube ich, war das, Milan Baroš, der Tscheche. Naja, sei es drum, Knobi, danke fürs Mitmachen. Alex, locker einfach mal gesagt, die 3 muss ich Knobi nennen. Also im Sauerland geht es jetzt ans Wheel of Trust. Abgezockt gemacht von dem Mann. Hauptpreis ist ein Mikrofon und unsere Losfee Chris darf jetzt ran. Alex, viel Glück, ne? Gib alles. Ich gebe alles jetzt, komm. Und was ist es? Oh, Headsets. Headset, das Samak-Headset. Was schmeckt? Ja, schmeckt. Zockst du ganz gerne, Alex? Ja, doch. Headset kann man mitnehmen. Sehr gut. Ja, sehr gut, Alex, dann bleiben wir mit dir in Kontakt. Schreib uns gerne nochmal und dann bekommst du das Headset ins Sauerland geschickt. Und dann wird da demnächst ordentlich einer ausgezockt. Ja, cool. Headset, wie gesagt, kann man immer gebrauchen. Ne? Ja. Ja. Auch ein gutes Headset, also sehr, sehr gute Qualität. Gibt es ja sowieso eine gute Qualität bei Trust. Ja, ja. Einem der größten Gaming-Hardware-Hersteller der Welt. Also da habt ihr richtig was dabei. Und später gibt es ja dann auch noch in der vierten Runde den Stuhl zu gewinnen beim Wheel of Trust. Also Jungs, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. hat uns viel Spaß gemacht. Auch mit euch wieder. So, und jetzt gucken wir mal in die nächste Runde. 20.22 Uhr haben wir es. In knapp 8 Minuten geht der Finalstream los. Deutschland gegen England. Also ich sag's nochmal, der bekomme ich hier. Siehst du das? Gänsehaut. Ja. Du fühlst richtig. Aber das ist doch genau das, was wir wollen. Ja, also, eben. Es wird doch geil. Ich sag dir ehrlich. Aber ich glaube, England gewinnt. Also es geht um 500 Euro. Da zittern auch ein bisschen die Hände, ne? Erstmal um 500. Trust-Gutschein, ne? Ja, das. Da kann man sich schon einiges von holen. Kann man sich gut von eindecken. Zweiter Preis wären 300 Euro. Aber gut, da hat man auch keinen Druck, weil 300 Euro ist auch cool. Ja, klar, aber alles, so, natürlich, ne? Will man auch gewinnen. Ja, wenn schon, dann schon. Das stimmt. Und dann warten wir jetzt, bis die Kontrahenten gleich fertig sind für das große Finale. Ich bin gespannt. Machen aber vorher, bevor es dann mit den Finalisten losgeht, nochmal kurz, wir sehen es, Markus und Olli treffen auf Mirko und Moritz. Das ist auch schön, Markus, Mirko, Moritz, Olli. Aber auch Stefan und Lenny und Dustin und David haben richtig gut gespielt. Hatten vielleicht auch ein bisschen Pech mit der Teamauswahl. Aber so ist das beim Trust Family Cup. Und wir machen mal direkt die nächste Qualifikationsphase für das Wheel of Trust. Das ist dann quasi auch gleich noch gibt. Also wir machen dann quasi 4 Phasen, wo es das Wheel of Trust zu gewinnen gibt. Und jetzt lassen wir mal ganz kurz gucken auf die nächste Frage. Und dann gibt es die 4. Runde noch ganz am Ende. Also wieder trustgaming.de auf Instagram. Schreibt uns da gerne rein. Dann bekommt ihr dort
gleich zugesagt, wenn ihr gewonnen habt. Die nächste Qualifikationsfrage. Die nächste Qualifikationsfrage, das hier? Ja, drei. Ah, okay. Wer hat die EM 2016 gewonnen? Wer? Also quasi die letzte. Genau. EM. Wer hat die EM 2016 gewonnen? Ich sag mal so, kann man beantworten. Trustgaming.de auf Instagram. Schreibt uns da per Direct Einfach Message. Direct Message, genau. Direct Message. Und dann bekommt ihr gleich eine Rückmeldung. Und werdet dann auch wieder per Zoom zugeschaltet. Ja. Und bekommt dann die Möglichkeit, bei uns nochmal was zu gewinnen. Wir haben noch zwei Hauptpreise. Genau, im Chat haben wir offen. Schreibt direkt rein. Jetzt geht's ein bisschen schneller. Zack, zack, zack. Trustgaming.de auf Instagram. Mhm. Na, guck mal, da wird schon einiges geschrieben. Sieht sehr gut aus. Ja, guck mal, da sind hier auch schon. Der Knopi und Alex wollen wieder mitmachen. Ja, ja, die wollen noch. Klar. Die freuen sich drauf. Ja. Aber es werden übrigens nicht nur richtige Antworten genannt. Also, wer sagt, das wäre zu einfach, ja, dann machen ja. noch zu viele mit. Nee. Da können wir mal schon mal gucken. Ja. Sind gleich soweit. Und dann geht's gleich auch mit dem großen Finale los. Zwischen Markus und Olli und Mirko und Moritz. Und da können wir vielleicht schon mal kurz drüber sprechen. Finde ich auch ganz lustig. Mirko, ne, eben 6-1 gewonnen mit England gegen Belgien. Ja, ja. Da gab es nicht viel mit Fouls, aber Mirko spielt selber Fußball, wurde mal eingewechselt und musste nach 17 Minuten mit einer gelb-roten Karte vom Platz. Also zwei gelbe Karten gesehen. Innerhalb so kurzer Innerhalb Zeit. Von 17 Minuten. Kann man machen, ne? Geht schnell da manchmal. Da hat der Mirko ganz schön zugelangt. Ne? Mal kurz am Trikot gezogen, dann vielleicht nochmal gemeckert, dann geht das. Schnell. Geht das ruckzuck, ja, ja. Haben wir eben auch gesehen. Gab es für Denaye von Belgien die glattrote Karte sogar bei einem Foul, wo man vielleicht hätte sagen können, da können wir nochmal drüber diskutieren, aber. Naja, so, willst du mal den dritten Hauptpreis zeigen in die Auf Kamera? Auf jeden Fall, jetzt wird's richtig interessant, Leute. Und da ist übrigens unser Experte quasi, unser Gaming-Experte, Chris Hassliebe. Schaut's euch an, könnte ich auch gut gebrauchen. Einmal eine Tastatur und eine Gaming-Maus, also wirklich sehr, sehr schmackhaft. Also jetzt einmal das Ding ordentlich drehen auf Hauptgewinn, da, das kann man mitnehmen. So, und dann haben wir zwei für unsere dritte Runde beim Wheel of Trust, die wir auswählen können. Das einmal. Okay, ja, ich sehe gerade, wir spielen tatsächlich schon für den Gaming-Stuhl. Ah, okay. Ja? Okay, ja. Wir spielen für den Gaming-Stuhl. Also, die Frage habt ihr gehört. Ich lasse euch noch ein bisschen Zeit. Wer hat die EM 2016 Genau. Gewonnen ist die Frage. Schreibt uns noch. Ich lasse euch noch ein bisschen Zeit, bis das Finale angelaufen ist. Dann nennen wir zwei Namen und nach dem Finale kommt ihr dann in die finale Runde. Also wir machen eine Runde weniger, aber dafür haben wir eine knallharte Runde, wo es direkt um den Gamingstuhl geht. Boah, das ist geil. Mit dem Hauptpreis. Das ist natürlich mega. Das klingt doch sehr, sehr gut. Und dann freuen wir uns jetzt gleich drauf, wenn das Finale startet. Zwischen Markus und Olli und Mirko und Moritz. Hast du einen Favoriten? Du hast ja jetzt beide Halbfinals gesehen. Ich würde sagen England. Ich würde sagen England macht das. Ja, aufgrund des Teams? Die sind auch abgezockt. Also die spielen, wie soll ich sagen, die spielen Walker in der Innenverteidigung. Das ist zum Beispiel schon mal so ein Anzeichen. Die haben auf jeden Fall FIFA 21 verstanden. Ein Außenverteidiger in der Innenverteidigung, einfach nur, weil er schnell ist. Vorne mit Sterling, Rashford, schnelle, wendige Leute, die tricksen können. Und die haben auch schon gut gespielt. Also nicht nur über Flanken, die sind auch durch die Mitte mal gekommen, haben die Leute geschickt. Also so. Würde mich jetzt wundern. Guck mal, da sind sie bereit. Unsere Finalisten. Mirko, Moritz, Markus, Olli. Kurz die Frage nach Augsburg. Wie habt ihr die Zeit genutzt? Wie habt ihr die Zeit genutzt, Markus? Gummibärchen gegessen. Und unser Gegner natürlich angeschaut. Sehr gut, also erstmal zurücklehnen, ja. Die Pause bei den Kollegen Mirko, jetzt komme ich durcheinander. Natürlich Markus und Olli und Mirko und Moritz. Mirko, Moritz, wie habt ihr jetzt die ganz kurze Pause genutzt? Wir saßen einfach genau hier, wo wir auch vorgesessen haben. Sehr gut, ja, gar nicht wegbewegen, direkt im Fokus bleiben. Ja, haben Sie recht. Haben Sie recht, auf jeden Fall. Ist das die perfekte Vorbereitung, würdest du sagen? Ja gut, wenn du dann wieder schnell rauskommst, ne? Aber wenn du eigentlich eingespielt bist, jetzt optimal. Wenn du kurz vorher ein Spiel hattest, jetzt ins nächste rein, hast gewonnen, mit breiter Brust rein.
Kannst nur gut laufen. Sehr gut. So, ich habe hier gerade die Uhr. Ich zeige dir auf die Uhr. In 2 Minuten geht das große Finale los. Boah, danach gibt es nochmal. Das geht schnell. Wahnsinn. Also, ja. Wir sind 1,5 Stunden live und die Zeit rauscht so durch. Wir haben jetzt 10 Minuten. Ja. Sowieso, Chris hat mir vorhin erzählt, du hast am Sonntag, du streamst ja auch immer viel, du hast am Sonntag 12 Stunden am Stück gestreamt. Ja, genau. Zwar kein FIFA, aber... Wie hält man das durch? Ja gut, wenn du Spaß hast an dem Spiel, ne? So, sag ich mal so, hat halt Bock gemacht, so mit den Leuten halt zu interagieren im Chat, das macht mir viel Spaß und dann vergeht manchmal die Zeit, du kriegst das gar nicht mit. Ja. Gut, aber 12 Stunden FIFA zu spielen, also wirklich 12 Stunden durchgehen FIFA zu spielen, da muss schon knallhart sein. Wenn du sowas wie die Weekend League spielst, wo man, für die, die es nicht kennen, am Wochenende quasi 30 Spiele machen muss? Gibt's auch ganz, ganz, ganz wilde, die spielen die 30 Spiele alle nacheinander weg. Und alle am Sonntag, damit das Matchmaking ein bisschen einfacher ist. Verstehst du? Mhm. Die spielen die ganz spät, die fangen jetzt beispielsweise so 22 Uhr an und zocken die durch bis morgens um 4 und machen da 30 Spiele weg. Ah, könnte ich niemals, aber ich sterben, sag ich Wahnsinn. Ehrlich. Ja. Ja. Danach könnte man mich irgendwo, weiß ich nicht, in die Ecke legen. Wahnsinn. Also, Freunde der Sonne, ich sag's so gerne, weil es jetzt nochmal richtig jetzt scheint. Jetzt geht's um den Cup, jetzt geht's um den Trust Family Cup. Jetzt geht's so oder so um die Wurst. Erstmal das Finale und dann noch hier mit dem Stuhl. Also jetzt wird's richtig interessant. So, die Jungs sind wahrscheinlich schon beim Taktik-Gameplay angelangt. Ihr könnt quasi starten, wenn ihr wollt. Wenn ich hier aus der Regie das Go bekomme, ja, es kann losgehen. Ich habe es blau. Da gibt's die Faust erstmal noch. So, sehr gut, ja. Emotionen waren bei beiden da. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Da wird nochmal sich abgesprochen bei Markus und Olli. Und dann mal gucken. Markus hat seinem Sohn übrigens Fußball auf dem Rasen beigebracht und Olli möchte seinem Vater jetzt Fußball virtuell beibringen. Ja, das ist gut. Ist gut, aber ich muss sagen, der Markus stellt sich gut an. Ne? Der Markus spielt gut. Spielt sehr gut. Also spielt ja auch Weekend League und so, da ist viel dabei. So, ich hoffe, die Jungs sind bereit. Ich hoffe, es passt alles. Alles Gute. Ja, alles Gute, wird nochmal rüber gewunken. Viel Erfolg, viel Spaß. Von Augsburg nach Alsdorf bei Aachen. AAA mit Markus, Mirko, Moritz und Olli. Auf geht's ins Finale des Trust Family Cups. Auf YouTube. Deutschland gegen England. Die Deutschen in Weiß, England in Blau. Und das Abtasten in den ersten England ist blau. Minuten. Blau, okay. England ist blau, ja, in dem Fall. Wenn ich das jetzt richtig erkenne. Guck, da geht's ja gleich ab. Ja. Da geht's gleich ab. England. Gut gemacht von Rüdiger gegen Rashford. Das Duell gibt's ja auch in der Premier League. Rüdiger auch stabiler Verteidiger bei FIFA, weil er schnell ist. Hat, glaube ich, 80 Pace. Ja. Was ist deine Lieblingskarte von allen? Defensiv oder offensiv oder allgemein? Allgemein. Neymar, ja? Ja. Okay, haben wir alles. Heute jetzt nicht dabei natürlich, aber es geht ja auch um die EM, nicht die WM. EM würde ich Cristiano Ronaldo. Macht er auch so viele Schwalben? Nee, das ist schnell, wendig, kann mit beiden Füßen tricksen, alles. Das so, ist die beste ein Karte. Letzter Hinweis sei uns gestattet. Gucken wir ganz kurz mal auf die Chance der Engländer, die das hier gut machen. Klasse, Rashford, der hat ja einige Tore geschossen, eben abgefälscht. Aber merkst du das, der bewegt sich auch ja, gut. Ja, so, das ja, ist wendig, wenn ich auch für seine Größe sehr wendig. Also die Engländer haben da eine sehr gute Offensive. Da werden auch die Deutschen gewarnt sein. Nicht nur Markus und Olli, sondern vor allem auch die 82 Millionen Bundestrainer, die sich darauf freuen, wenn am Dienstag Deutschland gegen England im EM-Achtelfinale spielt. So, ein letzter Hinweis sei uns gestattet, glaube ich, für das Wheel of Trust. Ja, ja. Was müssen die Jungs machen und die Mädels? Ja, im Endeffekt müssen sie sich battlen, ne? Also, ach so, was sie jetzt machen müssen. Ihr müsst schreiben, wie gesagt, wer wurde EM-Sieger in 2016, müsst ihr uns die Nation schreiben, die da gewonnen hat, über Trust Gaming, einfach über eine Direct Message. Trustgaming.de, ne? Trustgaming.de, genau. Ich habe das auch in meinen Stories drin, könnt ihr auch da gucken. Oder einfach über so über Instagram. Und diejenigen, die richtige Antwort senden, haben halt die Chance beim Wheel of Trust quasi dabei zu sein. Genau, in der Halbzeit wählen wir 2 aus. Dann bekommt ihr den Zoom-Link und dann gibt es das große Finale und den Gaming-Stuhl später nach diesem Finale. Jetzt gucken wir aber erstmal auf Leroy Sané. Über die linke Seite sind die Tore gefallen! Und das 1-0 für Deutschland! Das hätte ich nicht gedacht. Da führt einfach Deutschland. Das hätte ich nicht gedacht. Und da ist der Jubel da. Und wieder mit einer Flanke. Ja, und wieder 3 einfach, Tore, ne? Die ja, und einfach guck hier mit einer Flanke. Oh. Das ist eine Wiederholung, oder? Nee. Ja, doch, ist eine Wiederholung. Guck. Einfach wieder mit einer Flanke. Krass. Ist nochmal ein Video. Ich dachte, das wäre das gleiche Tor. Da hat ein Kollege von mir hat das mal doppelt kommentiert. Ich dachte, das wäre das gleiche Tor. Und die Chance für die Engländer. Jetzt geht's hier ab. Es geht ab.
Vor allem, weil die Deutschen führen. Also und Chris und ich stehen jetzt hier halb. Was ist ganz interessante Eckenvariante? Die kommt ganz scharf auf den zweiten Pfosten gezogen. Frech. Ganz frech. Direkte Ecken. Habe ich noch nie ein Tor gemacht. Noch nie ein Tor gemacht. Du in FIFA 20. Viel. In FIFA 20 habe ich mal so eins gemacht. 21 habe ich ein paar Mal probiert, hat nicht geklappt. Das ist schwieriger irgendwie. Du musst da so einen Spin geben. Aber das. Deutschland führt gegen England. Wenn das am Dienstag so läuft, dann sage ich nicht nein. Heute drücke ich aber auch Mirko und Moritz Aderholt aus Alsdorf bei Aachen. Schöner Ball. Die Daumen. Schöner Ball. Zumindest, dass wir ein spannendes Finale haben. Die Flanke ist nicht schlecht für Foden. 1-1. England gleicht aus. Aber auch ein bisschen lucky, dass der Ball nochmal schön auf den kommt. Eigentlich war es verteidigt. Bei Moritz sehen wir das Durchatmen. Bei Mirko leichten Schmunzler. Und bei Markus Anerkennung. Ein gutes Tor. Aber es ist fair, beides Flankentore. Das passt dann, kriegt es irgendwo aus. Die Deutschen spielen wieder über die linke Seite. Also das mögen sie gerne, da über außen zu spielen. Gefällt mir sehr gut. Rashford. Foden. Schön gespielt. Sancho. Oh, da spielen sie klasse. Sterling. Oh, die Riesenparade. Neuer ist gut im Tor. Ja. Sehr gute Karte. Ist das der beste Keeper bei FIFA 21? Einer der besten. Ja, würde ich schon sagen. So, jetzt wird die Ecke kurz gespielt. Mal eine neue Variante. Auch gar nicht schlecht. Und wieder ist Neuer da. Ja, du sprichst es an. Es ist schon gut, dass man so einen Torwart hat. Das ist wichtig. Definitiv. Oh, klasse. Boah, geiler Ball auf Werner. Riesenball auf Timo Werner. Ah, die Parade. Da muss er nur eine Ballrolle machen. Von, ich glaube, Pickford ist da im Tor. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, Pope, oder? Ich Pope? Weiß nicht. Ist Nick Pope im Tor? Pope oder Pickford? Ich weiß gar nicht, ob Pope überhaupt Nationalspieler ist. Aber Pope ist auf jeden Fall die beste Engländer-Torwartkarte, warum auch immer. Weil der hat Fuß straight und ist groß. Da müssen wir gleich mal drauf schauen. Die Deutschen. Oh, was ist eine große Chance zum 2-1. Aber es geht ab. Das Spiel ist richtig interessant, wirklich. Klasse Spiel. Also wir haben ja richtig, richtig gutes Niveau. Wie ist eigentlich, wenn es unentschieden? Gibt es da Verlängerung, Elfmeterschießen? So sieht's aus. Geil. Das wäre doch mal was für ein Finale. Oh. So, wie es auch bei der EM wäre. Gnabry. Immer noch Serge Gnabry. Irgendwie bleibt er da am Ball. Gut aufgepasst. Tyrone Mings, auch ein guter Innenverteidiger. Ah, einfach mal weggewichst, auch nicht schlecht. Und gut Neuer, gemacht. Das kennen wir. Ja. Das ist das Neuer-Torwart-Spiel. Schön weit draußen aus dem Tor. Das immer ein bisschen riskant auch. Das macht diese CPU von sich aus. Also ja, aber bei dem Neuer halt, weil er das drin hat, so, dass der mitspielt ein bisschen. Der kommt manchmal. Oh. Boah. Oh. Die flanken beide viel. Ja, gefällt mir aber wirklich gut. Das ist ein wirklich gut anzusehendes Spiel. Ja, es geht immer, ist Action drin. Ne? Zwischen beiden und ich kann auch noch überhaupt nicht sagen, wer sich hier rauskristallisiert als Favorit. Also die Deutschen machen das auch richtig gut, hatten eben die Riesenchance auf 2-1. Was mir hier gut gefällt, ist, dass keiner bunkert. Beide wollen nach vorne spielen. Keiner hat, steht nur hinten drin. Beide wollen ein Tor machen. Klasse Ball, wieder auf Sané. Über diese Seite, so ähnlich, sind die Tore gefallen bei den Deutschen bislang. Guck, es geht die ganze Zeit drauf und runter. Das ist schön. Nochmal, es geht um 500 Euro, die ihr ausgeben könnt. Auf alle Trust-Produkte. Also, um eine ganze Menge. Für den Sieger. Gleich ist Halbzeit. Gibt es nochmal eine Chance. Wenn dann wahrscheinlich für die Deutschen. Die jetzt kommen. Die sich da durchtanken wollen. Vielleicht ein bisschen zu eng da durchs Zentrum zu gehen. Oh, der Pass. Wer gekommen. Und dann gibt es das Foul. Auch das ist ja ein bisschen unberechenbar. Also bin sehr gespannt. Mirko ist übrigens großer Julian Nagelsmann-Fan. Also die Taktik könnte da sich auch ein bisschen bei dem zukünftigen Bayern-Coach geholt worden sein. Abstoß gibt also wahrscheinlich jetzt gleich die Halbzeit. Was machen sie da? Nee. Lassen sie runterticken die Zeit. Ist auch mal gefährlich. Vor der Halbzeit, so die letzten Minuten vor der Halbzeit, passieren manchmal die wildesten Sachen bei FIFA. Und dann gibt es die Halbzeit. Boah, interessantes Spiel, wirklich. Und dann gibt es die Möglichkeit. Gibt es die taktischen Besprechungen hier. So, jetzt wollen wir doch mal zwei auswählen.
für das Wheel of Trust, wenn die Jungs hier in der Halbzeit sind. Wir nehmen Timo Pufal und Nickel Odian. Beide haben richtig getippt. Ja, Europameister 2016 ist ja, natürlich Portugal. Ne? Portugal geworden im Finale gegen Frankreich. Cristiano Ronaldo damals als Trainer im Finale. Als Trainer, weil er sich verletzt hat früh, ja. Und Eder dann mit dem Schuss auch in der Versenkung versorgt. Ist echt so. Danach nie wieder eigentlich so richtig was gehört von dem. Aber das wichtigste Tor seiner Karriere wahrscheinlich gemacht. Also Timo Pufal und Nickel Odian, schickt uns jetzt eure Handynummer via Instagram und dann bekommt ihr einen Link für Zoom und nach dem Finale seid ihr dann dabei beim großen Quiz um den Gaming-Stuhl. Wie läuft denn das jetzt? Da wird dann nicht mehr gedreht, der Gewinner dann von beiden kriegt den Stuhl. Richtig? Nee, ich glaube, es wird noch gedreht. Ach, es wird gedreht. Es geht dann quasi um den Stuhl. Es geht um den Stuhl, okay. Klar, okay, nice. Also das wäre der Hauptpreis, aber es wird gedreht. Perfekt. Dann sind wir mal gespannt, was jetzt hier noch passiert. Es geht weiter. Jetzt geht's ab. Es geht weiter im großen Finale beim Trust Family Cup. Aber ich hatte eigentlich gedacht so, boah, England gewinnt so 2-3-0, aber die spielen echt gut, die hier mit Deutschland spielen. Kann man überhaupt nicht sagen. Deutschland halt auch vorne gut besetzt mit Werner, Sané, auch schnelle Spieler. Ja, also es ist wirklich noch sehr ausgeglichen. Werner sich jetzt ein bisschen zurückgezogen hat. Guter Bass raus auf Gnabry. Es wird immer breit gemacht. Die Deutschen spielen sehr breites Spiel. Gefällt mir außerordentlich gut. Also das ist auch taktisch wirklich, wirklich klug. Klostermann gar nicht vom Ball zu trennen. Werner über links. Sané hat ihn nochmal und will ihn dann zurücklegen in die Mitte. Gibt die Ecke für die Mannschaft, Gnabry. Dann wollen sie Ginter suchen. Ginter ist ja... Aha, der wollten sich direkt vorbeilegen. So ein gefährlicher Spieler, hat auch eine große Chance gegen Ungarn. Aber FIFA und Fußball auf dem Rasen sind dann doch noch zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Werner. Definitiv. Werner immer noch. Timo Werner. Rüdiger vorne mit aufgerückt. Riesenchance für die Deutschen, die jetzt dran sind. Pope ist im Tor, du hast recht. Pope, ne? Ja, da wurde auch mitgedacht. Der ist stabil. Goretzka. Über die rechte Seite. Boah, mega spannendes Spiel. Super spannend. Die Engländer haben natürlich auch Tempo. Und kommen jetzt über Mason Mount. Phil Foden. Bei der Europameisterschaft hat Phil Foden, weiße Haare, Rashford. Und der Abschluss ist ein bisschen zu spitz, vielleicht der Winkel. Der hat halt nur 4 Sterne schwacher Fuß, ne? Jemand mit 5 Sterne schwacher Fuß hätte ihn vielleicht reingemacht aufs lange Eck. Rüdiger. Also sehr bedacht auch, was Markus und Olli da machen. Boah, starke Grätsche. Weißt du, wer einen neuen Gaming-Stuhl eigentlich gebrauchen könnte? Ha. Olli. Olli? Ja, der hat zu Weihnachten nämlich einen Gaming-Stuhl bekommen. Dann haben die beiden den aufgebaut. Und? Und dann haben sie eine Schraube vergessen. Oder es war eine nicht dabei. Und dann hat er sich raufgesetzt und dann ist er zusammengebrochen. Na, scheiße. Aber wenn sie das Finale hier gewinnen sollten, noch steht es ja 1-1, dann können sie sich ja einen neuen holen. Das stimmt. Auch einen richtig guten. Auch einen richtig guten. Für 500 Euro gibt es bei Trust richtig gute Produkte. Sitzen jetzt zwei Stunden hier drin, also sehr, sehr entspannt. Ja, also auch hinten mit dieser Rückenlehne könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, aber vielleicht danach nochmal. Ist auch für den Rücken sehr angenehm. Definitiv. Die Läden sind geil. Ja. Wirklich. Die Verarbeitung ist super. Könnte man auch sagen, wir müssen das jetzt sagen, aber also Chris war auch schon vor dem Stream sehr angetan von dem, was wir hier zu sehen bekommen. Havertz ist auch ein guter Spieler. Kai Havertz, jetzt hat er mal Platz. Wieder über die Außen bei den Deutschen. Kai Havertz. Trackback. Macht er gut. Immer noch Kai Havertz. Oh! Jetzt wird's eng. Jetzt wird's das krass. 2-1 für die Deutschen. Oha, Gott, die Faust, psychologisch die ganz wichtiger Zeitpunkt. Voll. Und Sané, den Torjubel, den nehmen sie jetzt mit. Wird auch mal ein Torjubel 69. Minute. Deutschland geht mit 2-1 in Führung. Noch 20 Ingame-Minuten. Und jetzt müssen die Engländer. Boah, wenn das am Dienstag so eine Spannung gibt, Chris.
Ich kann mir vorstellen, die machen noch eins. Also ich sag, das geht 2-2 in die Verlängerung. Sat meint, das ist so ein Spiel, so ein typisches Spiel. Guck, jetzt wird nochmal gewechselt. Ja. Jetzt geht's nochmal nach frische vorne. Frische Kräfte, nochmal ein bisschen Tempo reinbringen. Ah, ich sag dir ehrlich, das hätte ich nicht gedacht. Also ich fand die mit England gespielt hatten. Ja, die haben, aber das Ergebnis hat auch ein bisschen getäuscht, weil ja. David und Dustin haben auch richtig gut gespielt. Das stimmt. Krass. Das müssen wir den beiden nochmal hoch anrechnen. Ja. Also natürlich auch Stefan und Lenny. Wir haben heute wirklich gute Teams hier gehabt. Das stimmt. Also da hier war kein Fall Obst dabei, ne? Konnten alle FIFA spielen, ja. Definitiv. Das definitiv. Jetzt geht's in die finalen Minuten. Was geht hier noch? Hast noch lang zu spielen, 20 Minuten, da geht noch was. Ein Tor, ganz schnell kann man das machen. Wie viel das kann sogar noch getreten Kraft werden. Kann sich Moritz aus seinen Spaziergängen mit den Eseln holen? Ja, stimmt, da war ja was. Also, da ist noch was drin. Ja, wird sich gepusht gegenseitig, ist auch gut. Ja. Ist auch schön bei 2 gegen 2. Man kann sich gegenseitig immer noch mal ein bisschen motivieren einfach. So, und ich sage euch eins. Markus war schon mal auf der Zugspitze. Also klettert er gerne. Vielleicht klettert er hier heute auf den Olymp des Trust Family Cups. Und dann spielen sie mit viel zu viel Risiko. Die Möglichkeit für Rashford. Abseits. Das ist Abseits. Ja, Abseits. Das ist Abseits. Eieieiei. Spielen sie da hinten mit dem Feuer aber auch. Mit diesen kurzen Freistößen. War ganz knapp. Und wieder Ballgewinn für die Engländer über Rashford. Die das Ding ist jetzt noch nicht durch. Die pressen. Marcus Rashford über die linke Seite immer noch durch. Marcus Rashford und dann der Pass, der ein bisschen zu spät kommt. Ach du Scheiße. Und dagegen Konter und dann gibt es das taktische Foul. Und die gelbe Karte gegen Sterling, das wird ihnen herzlich egal sein. Aber die stehen ganz hoch aus. So. Die stehen ganz hoch jetzt, geht's ab. Klar, die müssen auch. Die Engländer müssen. Wenn sie in Ballbesitz kommen, dann wird es richtig gefährlich für die Deutschen. Phil Foden. Raus auf Calvert-Lewin. Der ist neu in der Partie. Ah, das ist jetzt ein bisschen zu hektisch über außen. Ja, die Zeit ist ja noch da. Du sagst es. Ja, die Zeit ist noch da. Muss gar nicht so. Mal zurückziehen, nochmal über die Mitte kommen. Aber die machen jetzt auch. Die setzen so gut unter Druck. Das machen hier die mit England spielen sehr, sehr gut. Oh, jetzt Rashford. Markus Rashford. Der Schuss ist gar nicht schlecht. Du sprichst von Mirko und Moritz. Mirko und Moritz sind mit England, England unterwegs, ja. Genau. Genau. Jetzt natürlich hoher Druck. Also so ein Finale haben wir uns gewünscht mit unfassbarer Spannung. Gnabry. Jetzt ist Zeit da. Die nehmen die Deutschen gerne von der Uhr. Immer noch Serge Gnabry. Und der Pass war vielleicht nicht gut. Chance für Sterling. Oh. So. Wir haben hier gerade kurz einen Ausfall des Bilds. Ah, geht wieder. Kein Problem, jetzt läuft's wieder. Oh, jetzt geht's ab. Sterling? Sterling. Oha, wo spielt der hin? Der passt doch zu weit Scheiße. Zurück. Ach Scheiße. Und das meine ich bei FIFA manchmal. Das kannst du nicht beeinflussen. Was schießt er da? Also was tritt er am Ball vorbei? Serge Gnabry. Wieder Serge Gnabry. Ich glaube, wir sind jetzt leicht hinterher mit dem Spielbild zu dem, was wir sehen. Aber kein Problem. Pressing wird angemacht bei den Engländern. Das wird natürlich auch mal ein bisschen was von der Uhr runtergenommen. Würde ich aber auch machen. Jetzt die Deutschen. Klar, das Mittel hat man. Geht man auch mal zur Eckfahne dann. Das Mittel hat man. Das ist nicht mehr viel Zeit. Aber jetzt gibt es nochmal einen Konter. Henderson. Wow. Ah, nee, das ist weg. Sterling. Jetzt sind wir wieder da. Jetzt sind wir wieder live. Noch 2 Minuten. Gibt's noch eine Chance für die Engländer? Chilwell. Und das Foul. Nee, gutes Tackling. Klasse Tackling. Und Gosens, jetzt nehmen Sie Zeit von der Uhr. War's das? Ja, breit machen. Noch 2 Minuten Nachspielzeit. Das ist stark, aber sehr gut dabei. Ja, da spielen sie gut aus. Da spielen sie richtig gut aus. Markus und Olli, da gibt's das Foul. Ja, das musste sein. Da gibt doch Einwurf. Jetzt musst du direkt einen Ball holen. Wenn noch eine Chance haben, so brauchst du jetzt direkt einen Ball und sofort nach vorne. Das ist uns rum. Und der lange Einwurf. Ja, gut gemacht. Das ist gut, das könnte es gewesen sein. Ja, das war's.
Aus, aus, aus! Das Spiel ist aus, Chris! Stark, wirklich. Sehr Markus stark. Und Olli Geiger aus Augsburg holen den Trust Family Cup 2021. Stark, wirklich. Verdient, verdient. Wirklich gut. Ganz gemacht. Stark gespielt. Kannst du. Olli, kannst du uns gleich zeigen, was du da hast? Ganz stark, Männer. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Sieg für Markus und Olli. Ganz tolles Finale, richtig spannendes Finale. Und was wir zuerst machen, bevor wir den Sieger hören, würde ich sagen, einmal mit Mirko und Moritz sprechen. Ich weiß, ihr seid sicherlich ein bisschen geknickt jetzt nach diesem Finale, aber ihr habt wirklich auch ein tolles Spiel gemacht. Ihr habt ein sehr tolles Halbfinale gespielt. Jungs, seid ihr zufrieden mit eurer Leistung? Ja, auf jeden Fall. Also beschweren tun wir uns definitiv nicht, ne? Das ist auch richtig. Habt sehr gut gespielt, bisschen Pech gehabt, ne, in der einen oder anderen Situation, aber man kann sich ja über 300 Euro freuen. Also der Gutschein schmeckt ja auch. So ist nett. Chris sagt es anders, die Analyse vom Profi quasi. Ja. 300 Euro bekommt ihr, könnt ihr für Trust-Produkte ausgeben. Habt ihr da schon was im Kopf? Moritz, hast du da schon was ihr euch holen wollt? Nee, aber wir überlegen mal. Überlegt ihr mal, ja. Vielleicht gibt's... vielleicht gibt es so einen Gaming-Stuhl. Mal gucken, was es da für die 300 Euro gibt. Können wir mal schauen. Weiß es nicht, aber theoretisch müsste da eigentlich drin könnte sein. Könnte drin sein. Drin mal sein, schauen. Ja, vielleicht gibt es auch die Gaming-Shirts von Trust. Hier der Kollege hat beispielsweise ein Trikot an, aber ja. Es gibt auch so Gaming-Shirts von Trust. Vielleicht auch das für ein schönes Team-Shirt für den nächsten Family Cup bei euch beiden. Jungs, ganz, ganz großen Dank an euch, dass ihr mitgemacht habt beim Trust Family Cup. Viel Spaß weiterhin mit den Eseln. Möchte ich sagen, das habe ich jetzt natürlich auch drauf. Wir haben auch noch so viele andere Informationen, die wir hier bekommen haben. Moritz hat mal seiner Freundin einen Maibaum gestellt, habe ich gehört. Also es gibt wahnsinnig tolle, schöne Stories von euch. Deutschland wird Europameister, sagt Mirko. Und Deutschland hat auch den Trust Family Cup gewonnen. Mirko, Moritz, danke fürs Mitmachen. Dankeschön. Liebe Grüße an die holländische Grenze nach Aachen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und dann. Macht's gut. Total. Ja, die Jungs sind aber noch dabei. Natürlich, die hören sich jetzt auch mit an, wie wir mit Markus und Olli sprechen. Ja, auf jeden Fall. Hast du eine Frage an die Jungs? Also, ich muss sagen, ich hätte es nicht gedacht, dass ihr das gewinnt, aber sehr, sehr stark. Also, hat mich vom Gegenteil überzeugt. Habt richtig gut gespielt, auf jeden Fall. Hat uns extra angespornt. Ja. Also. hätte ich nicht gedacht. Also, war wirklich echt gut. Also, hinten vor allem richtig gut gestanden, muss ich sagen. Es war also, ist kaum was durchgelassen. Sehr gut. Stabil. Tiefe muss stehen. Ja. Olli, ich wollte euch gar nicht irritieren mit der Geschichte während des Spiels, vor allem nicht in diesen finalen Minuten, aber die Gaming-Stuhl-Geschichte, kannst du die nochmal erläutern? Ja, das war eigentlich ganz einfach. Der junge Mann hat einen Stuhl bekommen und wie halt die jungen Leute so sind, die können immer nichts abwarten. Papa schraubt die ersten Schrauben fest, aber unten, wo das große Blatt drauf ist, die waren halt noch nicht festgeschraubt und er setzt sich hin und hat einen Purzelbaum nach hinten gemacht. Und von diesen 500 Euro gibt es auf jeden Fall einen Gaming-Stuhl. Die Möglichkeit, einen Gaming-Stuhl zu kaufen. Jetzt hast du natürlich einen. Ich weiß nicht, ob der vielleicht von der Qualität nicht ausreicht. Wollt ihr euch davon holen? Wisst ihr das schon? Wird's aufgeteilt? Kriegt Olli alles? Kriegt Markus was? Wir teilen es uns auf jeden Fall. Ja, vielleicht ein schönes Headset für die Weekend League, Markus? Ja, das wäre nicht schlecht. Sehr gut. Ja, und dann natürlich der Titel, die Ehre vor allem beim Trust Family Cup. Das könnt ihr euch einrahmen zu Hause. Ich weiß nicht, wo das Zertifikat hinkommt. An die Wand hinter euch, da vielleicht neben dieses schöne Bild. Mal gucken, ja. Wo das hinkommt. Und und dann wird natürlich auch der große FC Augsburg wird natürlich auch stolz sein, dass man in Augsburg jetzt auch während der Sommerpause echte Gewinner hat. Stimmt. Und dann mal gucken, wo es dahin geht. Deutschland wird Vierter bei der EM, also kommt ins Halbfinale. Lese ich hier bei euch beiden. Seid ihr da immer noch der gleichen Meinung oder glaubt ihr jetzt geht's weiter, auch gerade mit eurer Leistung heute? Ja gut, also wenn die Deutschen heute unser Spiel angeschaut haben, müssen sie das eigentlich am Dienstag auch noch so machen. Und dann schaut ja der Turnierbaum nicht einmal so schlecht aus bis ins Halbfinale. Das stimmt. Wisst ihr schon, wo ihr das Spiel am Dienstag guckt? Ja, zu Hause. Mit ein paar Freunden. Auf der Couch, da wo ihr jetzt sitzt. Ja, genau. Und ihr, Mirko Moritz? Also wir haben noch keine Ahnung. Ich denke mal auch ganz normal zu Hause. Ja.
Sehr gut, sehr gut. Ja, dann danke an euch, dass ihr mitgemacht habt. Wir warten jetzt noch drauf, dass wir gleich die beiden Kontrahenten vom finalen Wheel of Trust reinholen. Stimmt. Es geht um den Gaming-Stuhl. Die auch die Möglichkeit haben, den Stuhl zu gewinnen. Also ja. Wenn ich ordentlich drehe, kann es der Stuhl werden. Das kann durchaus sein. Wir warten noch auf einen quasi Gewinner, auf einen Teilnehmer, gleich dazukommt. Und dann vielleicht wollt ihr noch jemanden grüßen. Ich weiß nicht, ob ihr noch im Stream seid. Markus, Olli, zum Gewinn noch jemanden grüßen. Also ich möchte auf jeden Fall meine Frau grüßen, die im Nebenzimmer jubelt und jubelt. Hat sie mitgefiebert? Und wie? Ja, und wir haben auch auf Insta ganz viele Freunde, die wo das alles verfolgt haben. Danke für die Unterstützung. Habt ihr euch verdient. Ja, und dann hoffe ich doch, dass wir nächstes Jahr auf jeden Fall als Cup-Sieger wieder mit dabei sind. Titelverteidiger dann quasi. Titelverteidiger, ja. Ja, schauen wir mal, was Trust sich da noch überlegt. Auf jeden Fall bleibt uns gewogen, sagt ein Kollege von mir immer. Bleibt uns gewogen, auch schöner Ausdruck. Ja, ja. Aber so meine ich es. Weiter Trust Gaming verfolgen auf YouTube, auf Instagram natürlich auch, auf den anderen Kanälen. Trustgaming.de ist der Channel, über den wir jetzt auch aktiv waren heute. Wo ihr auch geschrieben habt. Genau, guck bei Chris vorbei, auf jeden Fall. Ne? Wie heißt dein Account? HassLiebeTV. HassLiebeTV, ja. Da könnt ihr zugucken, wie Chris FIFA spielt. Auf Twitch, genau. Bei FIFA spiele ich erst zum 9 wieder. Also erst so FIFA 22, 21, boah, das tut zu sehr weh. Das verursacht zu viele Schmerzen. HassLiebe halt, ne? Ja, ja. Genau wie es ist. Und und Mirko und Moritz, ihr beide dürft natürlich auch noch jemanden grüßen, wenn ihr wollt, wenn ihr noch im Stream seid. Ja. Also ich grüße meine Klasse und ganz besonders Amat. Amat und die Klasse. Amat, ja. Wird gegrüßt. Ja, ja. Ja? Amat hat eben auch auf Instagram geschrieben. Ja? Ja, ja. Siehst du, deine Freunde waren auch mit dabei, ja. Moritz. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Glückwunsch allen voran nach Augsburg. Ich sag's gerne, weil es so schön klingt. Von mir auf jeden Fall, ja. Sehr stabil. Und nehmt den Ruhm mit nach Hause, feiert's ordentlich noch ab und auch natürlich den zweiten Platz, gar keine Frage. Und jetzt kommen wir zu dem Wheel of Trust. Also, die finale Runde beim Wheel of Trust. Wir haben einmal Timo. Nee. Wir haben einmal Nickelodeon und einmal Retour 27. Mal gucken, ob die beiden Jungs schon bereit sind für die finale Runde beim Wheel of Trust, wo es unter anderem um den Gaming-Stuhl geht. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wir sind sehr gespannt. Aber die werden mich bestimmt hassen, wenn ich nicht. Wir sind ready für das Wheel of Trust. Wir freuen uns jetzt auf Nickelodeon und Retour 27. Wenn das hier technisch alles läuft, dann kriegen wir das in wenigen Sekunden hin. Und wir haben eine Frage, die hat sich gewaschen. Glaube ich, oder? Wird spannend. Eine spannende Frage, finde ich. Boah, die ist schwierig. Ja, die ist schwierig, aber die kann man lösen, wenn ihr euch ein bisschen auskennt mit der Europameisterschaft. So, wir haben im roten Shirt, wenn ich das richtig erkennen kann, Nickelodeon. Ist das richtig? Oder wie heißt du? Korrekt. Niklas. Niklas. Und dann haben wir Retour 27. oder? Wie heißt du? Ja, hi. Ich heiße Manu. Manu und Niklas. Manu und Niklas. Gegen Niklas kann man auch schön erkennen mit Rot und Weiß. Perfekt. So, habt ihr das Wheel of Trust die ersten Runden schon mitverfolgt? Oder soll ich nochmal erklären? Alles gut. Ja, also ich nenne, oder beziehungsweise Chris stellt euch gleich die Frage. Dann gibt es eine Anzahl dessen, was die volle Antwort wäre. Und ihr müsst euch dann gegenseitig überbieten, wie viel ihr wohl meint zu wissen von dieser Anzahl von den Dingen, die wir suchen. So, bis irgendjemand sagt, nee, das traue ich dem anderen nicht mehr zu, dann muss der andere innerhalb von einer Minute diese Anzahl nennen, die er angesagt hat. Wenn da ein Fehler bei ist, zählt das natürlich nicht. Wenn er es nicht schafft, hat der andere gewonnen. Wenn er es schafft, dann wird für denjenigen quasi am Wheel of Trust die finale Runde gedreht. Genau. Es geht um den Gaming-Stuhl. Soweit verstanden, Jungs? Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Dann kommt jetzt die Frage von Chris. Okay, Jungs. Wie viele Städte, die ein EM-Spiel ausrichten, könnt ihr innerhalb von einer Minute nennen? Bei der aktuellen EM. Also ihr findet ja überall in Europa. Wie viele Städte, die ein EM-Spiel ausrichten, könnt ihr innerhalb einer Minute nennen? Es sind insgesamt 11, sage ich euch. Wir hoffen jetzt, dass ihr nicht googelt. Das machen wir nicht. Und fangen wir mal bei Niklas an.
wo wir im Stream dich ein bisschen näher dran haben. Wie viel kannst du nennen? Kannst ja erstmal was sagen, du kannst ja immer noch überbieten. Ich fange an mit 4. 4? Manu? Ja, das hätte ich jetzt tatsächlich auch gesagt. Ja, dann probiere es einfach mal mit 5. 5? Niklas, noch mehr? Gehst du drüber? Ich müsste ja eigentlich drüber gehen. Du kannst auch stehen lassen. Wir haben es zweimal gehabt, bislang, dass derjenige es nicht okay, richtig hat. Okay, ich lasse es stehen, weil ich weiß nicht, was es hier tatsächlich ist. Ja. So, 5 Stück, Manu. Und wir wollen nicht lang schnacken, denn du hast 5 gesagt. Deine Minute läuft ab jetzt. Let's go. Okay, München, Amsterdam, Kopenhagen, London, Paris. Ich habe echt keine Ahnung, es ist echt geraten. Sind das deine 5 Antworten? Das sind deine 5 Antworten. Paris ist leider nicht mit dabei. Schade. In Paris wird zumindest in unserer Liste nicht gespielt. Ich gucke es nochmal schnell nach. Ja, ja. Dass ich da nicht komplett falsch liege. Ich glaube nicht. Nee, in Paris wird nicht gespielt. Okay. Schade. Also, Niklas, wir haben zum 3. Mal, das ist gar nicht so einfach. Man muss es wissen. So einfach, ja. Wollen wir vielleicht nochmal schnell vorlesen? Also Amsterdam hat er genannt, dann Baku, Budapest, Bukarest, Glasgow, Kopenhagen, London, München, Rom, Sevilla und St. Petersburg. Genau, vielleicht hätte man Budapest noch wissen können. Da ist also es aktuell, Baku sehr schwierig. Da ist es immer, ja, ist sehr, sehr schwierig. Ja. Baku ist auch immer ausverkauft. Ja. Aktuell, das ist ja immer so ein bisschen in der Debatte, in der Diskussion, weil das sehr voll da im Stadion ist. Ja, ja. Erstmals seit langem wieder. Ja, ja, bedeutet am Ende, Manu, trotzdem danke, dass du dabei warst. Dankeschön. Ja, danke und euch. Für Niklas gibt es die finale Wheel of Trust Runde mit dem Gaming-Stuhl als Hauptpreis, wenn du den Hauptpreis ziehst. Ich versuche, ich gebe mein Bestes, ohne Witz. Unsere Losfee gibt das Beste. Wir hatten schon einen Hauptpreis heute. Ich würde es dir gönnen. Danke auch an Manu. Ich würde es dir gönnen, auf jeden Fall. Also ja, kann ich? Viel Erfolg. 3, 2, 1 und... Komm, das Hauptpreis, Wheel of Trust komm, dreht komm, sich, komm, das komm, Wheel komm, of Trust dreht sich. Kommt das noch nein, zurück? Nein! Ah, da fehlt nicht viel. Und in der finalen Runde gibt es ein Trust Gaming Shirt. Schade. Das ist cool. Jeder gewinnt es einen Sieg. So. Das ist die richtige Einstellung. Definitiv. Tut mir leid, ich wollte den Stuhl zuschieben. Aber kannst du dich nochmal persönlich bei Chris melden? Tut mir leid an der Stelle. Aber ich kann euch allen ans Herz legen, auch da draußen. Das lohnt sich definitiv. Wir sitzen jetzt hier 2 Stunden ja, drauf. Ja, und es, sehr bequem. Fühlt sich sehr angenehm an. Deshalb, ich hätte es ihm gegönnt, dass er den jetzt gewonnen hätte. Aber kannst so ist es. Ich weiß, so ist es. 1:5, glaube ich. 1:7. Wir haben es 21:01. Ja. 2 Stunden Trust Family Cup sind rum. Deine Eindrücke? War cool auf jeden Fall. Also sehr spielerisch hohes Niveau, würde ich sagen. Hat Spaß gemacht. Vor allem das Finale war echt cool. Und ja, jo, gerne hat wieder. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke Manu, danke Niklas fürs Mitmachen beim Wheel of Trust in der finalen Runde. Und natürlich auch danke an Stefan und Lenny Paar, an David und Dustin Psyuk. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. An Mirko und Moritz Aderholt und natürlich an unsere beiden Gewinner mit Deutschland. Schöner kann es eigentlich gar nicht sein. Markus und Olli Geiger, die haben das richtig klasse gemacht. Auf jeden Fall. Sehr stark. Es war ein toller Trust Family Cup. Hat mir viel Spaß gemacht. Bleibt uns gewogen. Ne? Ja. Jetzt hast du schon mal einen Satz. Erhalten. Bleibt dabei. Folgt uns auf den sozialen Kanälen, uns beiden, aber natürlich trustgaming.de. Wenn ihr darauf geht, seht ihr auch alles Weitere dann dazu. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir euch in den Abend, oder? Ja. In die Nacht. Würde ich auch einen schönen Abend wünschen. Gute Nacht dann, wie auch immer. Und ja, bleibt gesund an der Stelle. Und das ist das Wichtigste. Genau. Bleibt gesund. Wollen wir es so stehen lassen? Da lassen wir es so stehen. Danke, dass ihr dabei wart beim Trust Family Cup 2021 und macht's gut. Leute, ciao. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.